Ja, hallo, mein Name ist Lars Hünken, ich arbeite für TypeSafe und will heute was erzählen über das Thema von Enterprise zu Reactive. Was heißt Enterprise? Und außerdem will ich noch was Zweites erzählen, habe ich ganz vergessen. Auch so ein bisschen, am Ende möchte ich mal kurz drauf kommen, warum ist das eigentlich interessant, Reactive, auch wenn ich nicht unbedingt das nächste Twitter bauen will. Oder ich weiß nicht, was ihr macht, wahrscheinlich irgendwie Java-Entwicklung, nehme ich mal an. Hier, Java User Group Kassel. Und wahrscheinlich irgendwie, ich nenne das mal Enterprise Java, weil ihr wahrscheinlich irgendwie mit Java EE zu tun habt in irgendeiner Form. Wenn ich irgendwie die Servlet API benutze, wenn es auf dem Tomcat läuft oder in Jetty oder sowas, dann ist das für mich schon Enterprise Java. Also wenn ich sage von Enterprise zu Reactive und von Enterprise rede, meine ich nicht, dass das unbedingt eine riesen Enterprise-Applikation sein muss, die unbedingt jetzt auf WebSphere läuft oder auf WebLogic oder was auch immer, sondern alles, was irgendwie mit der Java EE-Spezifikation zu tun hat, was sich daran hält, was das erfüllt, das meine ich mit Enterprise in diesem Kontext. Insbesondere alles, was irgendwie Web-Applikationen ist, was die Servlet API nutzt. Enterprise zu Reactive. Es geht darum, ich habe irgendwann mich mit dieser Reactive-Geschichte natürlich beschäftigt und bin über gewisse Sachen gestolpert, sage ich mal. Also mir sind da einige Sachen aufgefallen, wo ich dachte, ach, das wäre ganz nett gewesen, wenn mir das vorher mal jemand klar gesagt hätte, wie das eigentlich aussieht. So Sachen, die nicht unbedingt jetzt hiermit zu tun haben. Das ist ein Bild aus dem Reactive Manifesto. Also falls ihr jetzt gar nicht wisst, was Reactive ist, erkläre ich jetzt auch nicht groß, müsst ihr mal auf reactivemanifesto.org gehen. Unter anderem werdet ihr da dieses Bild finden. Es geht darum, im Prinzip Anwendungen zu bauen, die responsive sind, immer. Also nicht nur, wenn alles gut läuft und wenn die Load nicht so hoch ist und wenn nichts kaputt ist, sondern auch, wenn es eben unter hoher Last ist, auch wenn irgendwie bestimmte Komponenten nicht funktionieren. Und das erreichen wir, indem sie elastisch ist und resilient, meine Anwendung. Also ausfallsicher in irgendeiner Form und sie kann gut skalieren, hoch und runter und rechts und links. Kommt bestimmt gleich nochmal wieder irgendwie hoch, beziehungsweise als ich das gesehen habe, als ich dann das erste Mal das Reactive Manifesto gesehen habe, habe ich gedacht, naja, ne, ist ja irgendwie auch Gelaber. Responsive, elastic, resilient, das würde ja nun wirklich jeder von sich behaupten. Wenn ich zu Oracle gehe und sage, ich überlege mir hier so ein WebLogic zu kaufen, wie ist denn das? Die würden auch sagen, ja, das ist alles elastic und resilient, natürlich. Alles ausfallsicher, skaliert, super. Das würde jetzt jeder Middleware- oder Application-Server-Hersteller erstmal von sich behaupten. So gesehen denke ich erstmal, okay, das ist irgendwie Marketing oder was. Und ganz unten steht dann, message-driven. Nun weiß ich, dass eben TypeSafe da ganz aktiv war bei diesem Reactive Manifesto und die machen ja auch ACKA. Also denke ich, okay, also dann geht es wohl irgendwie darum, dass ich ACKA benutze und dann ist alles gut oder was. Ja, so ist es nicht, das kann ich schon mal verraten. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, stellt man fest, es steckt wirklich was dahinter. Aber erstmal sagt mir dieses Manifesto natürlich nicht sehr viel darüber, wie ich jetzt, ich kann jetzt nicht auf meinen Code gucken und sagen, okay, das ist ja genau, ich habe es genau diese Prinzipien so umgesetzt. Es sind keine Regeln für den Softwareentwickler jetzt. Es sind so Prinzipien, was natürlich so ein Manifesto auch machen soll. Aber ich hätte natürlich gerne so ein bisschen was Pragmatischeres. Und habe dann nochmal geguckt, was für Fragen kommen dann so auf. Wenn man sich jetzt mit der Entwicklung beschäftigt oder auch vielleicht sogar andere Leute irgendwie berät oder sich mit anderen Leuten unterhält, die das machen, die aus der Java-Ecke kommen, die vielleicht aus der Web-Anwendungs-Entwicklungsecke kommen, was sind denn so die Probleme, auf die so stoßen? Eine Geschichte ist alles, was irgendwie so mit Threads zu tun hat. Man ist das so gewohnt, ich habe so meinen Thread und ich kann da machen, was ich will. Und ich kann irgendwie Thread-Locals benutzen und hinterher räume ich das halt wieder auf, dann ist alles gut, funktioniert super. Das führt auch zu Problemen, habe ich schon mal festgestellt. Dann ist so die Frage, was ist eigentlich, wenn ich irgendwie so eine relationale Datenbank habe und JDBC benutze, kann ich das eigentlich weiter benutzen? Und wie passt das eigentlich zusammen, wenn jetzt alles irgendwie asynchron ist? Dann auch noch, vielleicht ist es noch ein bisschen komplexer und ich habe irgendwie verteilte Transaktionen. Ich habe so einen Two-Phase-Commit über zwei Systeme. Was ist damit eigentlich? Kann ich das noch irgendwie gebrauchen? Oder wie gehe ich damit um? Und irgendwann habe ich meine Anwendung geschrieben und will das deployen, will das irgendwie auf den Server bringen. Und dann sagen die Leute, ich habe hier eine schöne ACKA-Anwendung geschrieben oder eine Play-Anwendung. Wie mache ich jetzt eigentlich ein WAR-File daraus, damit ich das auf meinem Tomcat deployen kann oder auf meinem WebSphere oder was auch immer? Das sind Fragen, die tatsächlich kommen. Das heißt, Fragen in der Realität, viele Fragen drehen sich um diese vier Bereiche. Das Concurrency-Modell nenne ich das mal, alles was so mit Threads zu tun hat. Dann so die Frage I/O-Sachen, wo dieses JDBC vielleicht mit reinfällt. Dann Verteilung versus so Sachen, sie heißen verteilte Transaktionen, ich sage mal Two-Phase-Commit, ne? Wo ich aber im Prinzip so einen Punkt habe, wo Sachen synchronisiert werden müssen, wo ich so ein bisschen dieses echt Verteilte verlasse. Und dann die Frage des Deployments.
Und über all diese Sachen werde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Also Concurrency-Modell. Ah, am Ende könnte man jetzt fast sagen, okay, ich habe noch so ein zweites, ich habe eine zweite Geschichte auch mit vier Sachen, so ein pragmatisches Manifest, wenn ich jetzt daran gehe und sage, okay, was ich am Ende habe, ist eine Checkliste, wo ich sage, ich will eine feinere Granularität der Concurrency, ich nenne das mal Task-Level-Concurrency, ich habe asynchrone I.O., ich habe echte Verteilung und ich benutze keine Application-Server. Task-Level-Concurrency, was meine ich jetzt damit? Irgendwann, also früher, ganz früher, gab es keine Threads und gab es nichts anderes, weiß ich nicht, aber die Idee war erstmal, ganz früher gab es wahrscheinlich gab's einen Prozess, ne? Ich habe was gestartet auf dem Rechner und dann lief das da, so wie ich auf meinem C64 zu Hause in den 80ern. Also. Und dann haben die Leute gedacht, oh, da ist ja noch Zeit über, ich kann ja irgendwie Timesharing machen von der CPU und ich mache irgendwie mehrere Prozesse. Ah, jetzt habe ich so Multitasking, ich kann verschiedene Prozesse parallel laufen lassen. Kennt jeder auf seinem Linux-System oder ach, egal auf welchem System, aber da laufen halt jede Menge Sachen im Hintergrund, wenn man irgendwie PS macht, ne, laufen ganz viele Sachen, irgendwie teilen sich die CPU oder die CPUs oder was auch immer. Haben die Leute sich schön überlegt, da habe ich verschiedene Prozesse. Prozesse sind voneinander erstmal isoliert. Jeder hat seinen eigenen Adressraum und kann nicht einfach in den anderen Prozess irgendwie reinschreiben. Wenn die kommunizieren wollen, dann muss man Interprozesskommunikation betreiben. Dann muss man irgendwie über Sockets sich unterhalten oder irgendwie extra Speicher noch irgendwo haben. Will ich aber innerhalb meines Prozesses sozusagen, will ich eine leichtgewichtigere Art von Prozess haben. Und so sind die Threads entstanden. Dass die Leute gesagt haben, nein, wir brauchen etwas, was ein bisschen weniger Ballast mit sich bringt. Wir sagen einfach, innerhalb eines Prozesses im gleichen Adressraum kann ich Sachen nebenläufig ausführen. Oder idealerweise, wenn ich mehrere Prozessorkerne habe, parallel ausführen. Das heißt, Threads als leichtgewichtige Prozesse, so wurden die ursprünglich auch tituliert. Als das aufgekommen ist, hieß es Lightweight Processes, sozusagen als Synonym für Threads. Und die Idee war eben, dass es leichter ist, dass ich nicht den Overhead habe, über einen neuen Prozess zu forken und auf der anderen Seite, dass ich natürlich auch leichter Daten austauschen kann, dass ich einfach sagen kann, ich habe hier eine Variable, auf die greifen einfach alle Threads irgendwie zu und können so auf gemeinsame Speicherbereiche zugreifen und sich so leicht austauschen. Hat man damals gedacht, wäre ja eine super Idee. Ist es so eine tolle Idee? Heute, das ist nicht von mir hier, sondern das ist von einem JVM-Architekten, das hat er im Februar diesen Jahres erzählt. Also das ist nicht nur ich und das ist nicht nur TypeScript, die sagen, na, Threads als Modell, das ist so als Basis jetzt, ist halt da, damit kann man arbeiten, aber als API für den Anwendungsentwickler oder als Einheit für meine Aufgabe, für das, was ich als Arbeit erledigen möchte, ist es vielleicht nicht perfekt. Also hier John Rose sagt selber, Threads are passé. Warum? Kommen wir nochmal drauf. Also schwer zu programmieren, Synchronization Mechanisms obsolet und Overhead. Also es sind zwei wesentliche Kritikpunkte. Das eine ist die Effizienz und das andere ist das Programmiermodell. Nebenläufige Programmierung mit Shared Mutable State, also mit Speicherbereichen, die sich mehrere Threads teilen, die veränderlich sind, das ist nicht trivial. Das ist sehr schwer, das nachzuvollziehen, was da passiert und ist sehr schwer zu debuggen, weil man so einen Nicht-Determinismus einführt. Ne? Was da passiert, kann davon abhängen, in welcher Reihenfolge genau jetzt was ausgeführt wird. Und eben hier Mr. Lee hat mal geschrieben, das ist eigentlich eines der schönsten Attribute, die wir haben bei Programmen, dass es so vorhersagbar ist, dass wir Schritt für Schritt nachvollziehen können und so ganz deterministisch sagen können, das kommt heraus. Der Computer macht diesen Schritt und diesen und dann ist das Ergebnis. Wenn ich jetzt diese Nebenläufigkeit habe, dann habe ich auf einmal eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das kann ich gar nicht alles durchrechnen und durchexerzieren. Das heißt, diesen Determinismus gebe ich auf. Das Bild habt ihr vielleicht, das ging halt irgendwie im Internet rum, so Theorie und Praxis der multithreaded Programmierung. In der Theorie alles schön nebeneinander, in der Praxis geht es natürlich drunter und drüber und die streiten sich dann irgendwie um eine Schüssel und offensichtlich nutze ich jetzt nicht die mögliche Parallelität aus. Ja. Obwohl die natürlich sehr niedlich sind. Also, sie sind nicht effizient. Jeder Thread braucht auch einen Speicher. Jeder Thread hat ja seinen eigenen Call-Stack. Wenn ich jetzt auf der JVM, sieht man das ja sehr schön, wenn ich einen Stack-Trace ausgebe von einem Thread, dann sehe ich diesen Call-Stack und dafür wird Speicher reserviert. Auf der 64-Bit-VM wird für jeden Thread erstmal 1 Megabyte an Speicher für diesen Call-Stack reserviert. Und was ich natürlich möchte, ist ich möchte in der Lage sein,
hochparallele Applikationen zu schreiben, also Server-Applikationen, wo ich tausende von Requests abarbeiten kann oder vielleicht eben auch tausende von Requests gleichzeitig abarbeiten kann, wo ich wirklich gleichzeitige Requests habe in hoher Zahl, kann ich schon, also schon vom Speicherverbrauch kann das problematisch werden. Wenn ich 10.000 Requests habe, sind schon mal 10 Gigabyte weg allein für diese Stack, für den Speicher, für die Stack-Frames. Der Speicherverbrauch, ja, und wenn ich auch das Switchen zwischen den Threads ist natürlich immer mit einem gewissen Overhead verbunden. Gerade heute bei modernen Prozessorarchitekturen, ne, habe ich mehrere Kerne auf dem Prozessor, die haben mehrere Cache-Levels und da muss sehr viel rumgetauscht werden. Ne? Also ich habe dann, ich muss im Prinzip den Kontext wegschmeißen und auf einen anderen Thread wieder umschalten. Das kann ich nicht eliminieren. Ich habe natürlich immer noch jede Menge Switching, auch wenn ich, ob ich jetzt, wenn ich nur 50 Threads habe im Gegensatz zu 1000, dann werden die natürlich rumgeswitcht. Aber die Ineffizienz sozusagen ist, wenn ich ständig zu Threads switche, die gar nichts machen, weil sie eigentlich nichts machen können, weil sie auf etwas warten, dann verschwende ich halt Ressourcen und übertreibe es sozusagen mit diesem Switching. Das möchte ich vermeiden. Und wenn ich dieses Programmiermodell verwende, dann muss ich ja irgendwie diesen gescherten Speicherbereich auch schützen. Wenn ich darauf Schreiben zugreife, muss ich das irgendwie synchronisieren. Ich muss dann das synchronized machen, alle kennen wieder das synchronized Keyword in Java, oder ich kann halt mit Logs arbeiten. Ne? Dann muss ich also das Log holen und nur einer kann zur Zeit dann natürlich da reinschreiben. Das heißt, sobald es ein paar mehr werden, kann ich sehr leicht da sogenannte Contention produzieren. Das heißt, ich baue im Prinzip so eine Warteschlange auf und gebe wieder mögliche Parallelität auf, weil die Threads eigentlich darauf warten müssen, auf diesen Speicherbereich zugreifen zu können. Also, ja, und dazu das, was ich vorher gesagt habe vom Programmiermodell, es ist eben auch nicht leicht, da fehlerfreie Programme zu schreiben oder die Fehler zu finden. Berühmt oder gerne wird dieser Begriff des Heisenbugs verwendet. Tritt irgendwie in Produktion auf, der Fehler, ich kann es aber in Entwicklung oder Test überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich aus irgendeinem Grund das nicht so hinkriege, dass die Threads so ausgeführt werden oder die Parallelität so ist, die Ausführungsreihenfolge, wie das da in Produktion aus irgendeinem Grund passiert. Das heißt, ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Was ich mit Threads ja schon erreiche, ist, wenn ich jetzt eine, oder man muss fairerweise sagen wir es so, die Idee bei Threads war, ich habe im Prinzip eine Single-Core-CPU und möchte die optimal ausnutzen. Ich möchte die immer schön beschäftigt halten. Und das wird mit Threads ganz gut erreicht. Aber wenn ich heute mir dieses Thema angucke, wo ich wirklich tausende von Connections irgendwie bedienen will, mit Multi-Many-Core-Systemen, da ist es einfach nicht mehr das Optimale. Sondern, wo wollen wir hin? Was möchten wir haben? Wir möchten gerne irgendwie eine Einheit haben, wo ich sagen kann, für alles, was ich mache, kann ich auch was Neues anlegen. Also ich habe irgendwie eine Unit of Work, irgendwie etwas, was ich abarbeiten möchte und dann möchte ich hier sagen, okay, das muss ich ja irgendwie managen. Ne? Und das soll mir erstmal eine API abnehmen. Ich will jetzt nicht sagen, ich arbeite weiter mit Threads, aber führe dann selber irgendwie eine Einheit ein, wo ich dann irgendwie das schedule nochmal über die Threads, sondern wir möchten eine Einheit mit einer feineren Granularität einfach haben. Wenn ich 10.000 Connections habe, dann möchte ich 10.000 Mal irgendwas erzeugen können, irgendwie eine Action oder ein Event oder was auch immer und mich nicht darum kümmern, das selber jetzt irgendwie auf Threads aufzuteilen. Das geht bei Threads dann eben schon nicht. Ich kann 2048, glaube ich, erzeugen auf dem Mac. Da ist sogar, sonst müsste ich die Betriebssysteme, ich glaube, ich kann wahrscheinlich irgendwie mit U-Limit die Limits irgendwie hochsetzen im Betriebssystem, aber defaultmäßig sind die erstmal so konfiguriert, dass bei 2048 sogar Schluss ist. Out of memory error, no new native thread kann erzeugt werden oder so. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ich möchte außerdem vom Programmiermodell her einen Share-Nothing-Ansatz haben, wo ich nicht Speicherbereich teile und mich um Logs und Synchronization kümmern muss, sondern sage, ich schicke hier irgendwie, es gibt irgendwie Werte, die da rumgeschickt werden oder die tauschen sich irgendwie aus, aber die sollen sich nichts teilen. Dann ist auch egal, ob da irgendwie der bei dem einen Kern im Cache liegt der Wert oder beim anderen, die müssen nicht gemeinsam jetzt auf irgendwas zugreifen. Das sind ja alles so Probleme, ne? Wenn ich dann so gecachte Werte share zwischen verschiedenen Kernen, dann habe ich natürlich, das geht natürlich irgendwie nicht, sondern dann muss ich synchronisieren wieder über die verschiedenen Cache-Level der Prozessorkerne, all solche Sachen. Das möchte ich vermeiden, share nothing. Die Threads, die gehen natürlich nicht weg. Threads haben wir trotzdem noch, aber die sind dann nicht mehr die API für uns als Anwendungsentwickler, das heißt, wir arbeiten nicht mit Threads oder auch die Frameworks, die wir benutzen, das Web-Framework, was wir benutzen, sollte nicht mit Threads arbeiten. Und Threads, sondern sind dann so eine Ebene darunter.
Das sind dann im Prinzip so die Arbeitstiere, die die Sachen abarbeiten. So wie bei Node.js es irgendwie einen Thread gibt, der dann aber tausende von Requests pro Sekunde abarbeiten kann. Und wir müssen uns natürlich nicht auf einen beschränken, wir können natürlich auch mehrere haben. Aber statt jetzt eine Ebene zu haben, Threads, und darunter ist dann irgendwie der Prozessor und die Ebene, die kleinste Einheit, die ich habe, ist Threads, möchte ich einfach noch eine Ebene darüber, beziehungsweise darunter haben, eine feinere Ebene. Ich habe eine Einheit meiner kleinen Tasks, dann habe ich die Threads, oder irgendwie einen Pool von Threads, der die abarbeitet und dann den Prozessor. Und die Menge der Threads, die ich dann benutze, hat nichts damit zu tun, wie viele Sachen ich habe, wie viele Tasks ich habe, sondern die richte ich dann danach aus, was mir an Hardware zur Verfügung steht, wie viele Prozessorkerne ich habe. Ne, denn das ist eigentlich das Entscheidende, dass, wie viele Sachen kann ich wirklich parallel machen. Im Prinzip könnte ich sagen, wenn ich wüsste, dass die Threads immer voll ausgelastet sind, dann würde ich einfach so viele Threads machen, wie ich Prozessorkerne habe und dann läuft alles wirklich parallel. So, das wäre so die Idealvorstellung. Was gibt es denn da so? Was kann ich da irgendwie, wo kann ich mich da bedienen? Denn das ist ja jetzt keine neue Idee, sondern das machen viele. Drei Sachen habe ich hier mal aufgezählt. Eine Möglichkeit wäre einfach nochmal eigene Threads oder Coroutines, ist ja aus Go bekannt oder aus Clojure, dass ich neue Routinen erzeugen kann, die ja dann aber kein Thread verbrauchen, sondern die gemultiplext werden, wo ich dann viele über einen Thread laufen lassen kann. Und da muss ich mich auch nicht weiter darum kümmern. Ich sage einfach, ich habe einen, also in Clojure sage ich, ich habe einen Go-Block oder bei Fiber sieht das so ähnlich aus wie Threads, da sage ich halt ein neuer Fiber, das ist so eine Java-Geschichte. Das ist dann schon, das grundlegende Effizienzproblem ist dann schon mal gelöst. Ich kann davon wirklich dann 100.000 erzeugen, das ist kein Problem. Die haben nicht alle so einen eigenen Stackframe, der erstmal 1 Megabyte verbraucht und die sind nicht mit einem Thread verbunden. Was diese Green Threads, wie sie auch genannt werden, oder manche nennen das sogar Inversion of Control Threads oder eben Coroutines, Goroutines, Goblocks, Fibers, was die bringen, oder was sie eben nicht bringen, ist aber wirklich ein anderes Programmiermodell. Man kann das vielleicht noch verbinden mit anderen Sachen. In Clojure, wer sich das mal angeguckt hat, da gibt es diese Go-Blocks und da ist die Idee, dass man die Channels benutzt, wie in Go ja auch, dass sie miteinander kommunizieren. Aber wenn wir jetzt erstmal die Sache an sich betrachten, einfach diesen feineren, den Fiber, muss man sagen, das ist zwar von der Effizienz schon mal ganz schön, aber ich habe immer noch das alte Programmiermodell. Ich habe immer noch das Problem mit der Contention und mit irgendwie Shared Mutable State, also Speicherbereiche, die sich geteilt werden müssen, sodass ich Synchronisation oder Logs oder was auch immer brauche. Ein ganz anderer Ansatz, der so von Node.js auf die JVM dann auch übergeschwappt ist, ist dieser Event-Loop-Ansatz oder in diesem Fall bei Vertex ein Event-Bus, kann man im Prinzip sagen. Da ist die Idee, dass ich eben einen Bus habe und ich erzeuge Events. So ein bisschen wie in der GUI-Programmierung auch, wo irgendwie der User irgendwas klickt und dann wird ein Event erzeugt und dann gibt es ja auch so ein Haupt-Thread, so ein Haupt-GUI-Thread, der dann diese Sachen abarbeitet. Und wenn ich dann aber wirklich was berechnen muss oder irgendwie I.O. habe, muss ich immer sehen, dass das irgendwie auf anderen Threads passiert, sonst friert meine Benutzeroberfläche ein. Ne? Und so kann man sich das so ungefähr hier auch vorstellen. Es bietet mir aber so eine gewisse Infrastruktur auch. Also ich habe diesen Bus und die Sachen, die auf diese Events horchen, heißen dann Verticals. Das heißt, ich implementiere ein bestimmtes Interface und horche an diesem Bus und dann kriege ich irgendwelche Nachrichten und kann die halt abarbeiten und wieder neue Events erzeugen. Das ist ein ganz interessantes Modell in gewisser Weise. Also ich habe diese feine Granularität. Ich habe auf jeden Fall eine sehr starke Entkopplung der Geschichten. Das zeichnet ja diese Event-Geschichte aus, dass ich einfach ein Event loslasse und ich weiß gar nicht, wer den kriegt. Ich habe gar keine direkte Kommunikation normalerweise zu dem, der diesen Event dann abarbeitet. Das heißt, schon dadurch sind die Sachen natürlich sehr entkoppelt. Ich kann den Empfänger des Events durch irgendwas anderes immer ersetzen, ohne dass der Sender irgendwie geändert werden muss. Ich habe sogar eine Verteilungsgeschichte bei Vertex. Ich kann das auch im Cluster laufen lassen und kann dann das verteilen über diese Verticals, also ein Event, nicht einen, aber eine Art von Event kann dann Round-Robin-mäßig oder auch anders eben auf verschiedene Verticals verteilt werden, lokal oder eben auch im Netz. Das ist alles ganz nett. Ich finde es ein bisschen beschränkt, weil ich eben, es ist relativ, finde ich, unschön, es ist dann so ein Hack, wenn man mal sowas hat. Also wenn ich sagen will, ich habe direktes Messaging, ich möchte das irgendwie gezielt irgendwo hinsenden. Und ich habe auch nicht so eine, ich kann bestimmte Sachen nicht so leicht aufbauen, wenn ich vielleicht mir eine bestimmte Hierarchie aufbauen will. Also das Nächste,
was dann eben noch ein mögliches Modell ist, sind Aktoren. Damit kennt Roland sich ja sehr gut aus, der kann dann da noch gerne nachher in der Kneipe mehr darüber erzählen. Da habe ich auch diese feinere Granularität, also ich kann eine Million Actors erzeugen im Speicher und die teilen sich dann einfach ein paar Threads. Ich habe auf jeden Fall auch diesen Share-Nothing-Ansatz, an Acker ganz ausgeprägt. Ich kann wirklich nur Nachrichten senden an andere Aktoren und alles, was irgendwie verändert ist, ist dann im Actor gekapselt. Also es gibt eigentlich keine Situation, oder man kann das sicherlich bewusst herbeiführen, wenn man unbedingt will, aber es ist absolut unnötig. Also ich kann alles machen, ohne dass es irgendwie Shared Memory gibt, jetzt auf dem Level für den Anwendungsentwickler. Und ich kann, es ist so mächtig, dass ich auf der Basis dessen verschiedene Sachen implementieren kann. Also ich denke, es ist möglich, so eine Bus-Architektur auf Aktoren zu implementieren. Ich weiß nicht, ob das umgekehrt so einfach möglich ist. Also, dass ich sage, ich möchte so eine irgendwie bestimmte Actor-Geschichten, dass ich einen Aktoren habe, der dann vielleicht die Nachricht verteilt an andere und das wieder aggregiert und sowas. Man kann das sicherlich auch mit dem Eventbus alles machen, aber es ist so ein bisschen fusseliger da. Ne? Also es ist nicht so, ich kann die Zuständigkeiten da nicht so schön verteilen, dass ich sage, dieser Aktor, der erzeugt jetzt auch wirklich seine Aktoren, für die er dann zuständig ist, die er auch überwacht. Und sammelt da die Ergebnisse wieder ein, solche Sachen. Egal, ich will gar nicht so viel über Aktoren erzählen. Ich will nur sagen, Programmiermodelle sind vorhanden. Wenn ihr Reactive programmiert, dann werdet ihr ja auch irgendwas benutzen von diesen Geschichten. Und darum geht es jetzt eigentlich. Wenn ich das benutze, was handle ich mir damit eigentlich ein? Und wir reden ja immer noch über Concurrency-Modelle und über meine Probleme als Programmierer dann damit. Also nochmal kurz wieder zurückgeguckt. Java, Enterprise Java Servlet API. Immer ein schönes Beispiel, weil so Request kann man sich immer schön vorstellen. Kommt so ein Request rein. In der traditionellen Servlet API sieht das ungefähr so aus. Der Request kommt rein und jeder Request kriegt halt seinen eigenen Thread. Das ist recht übersichtlich, aber eben auch recht teuer, recht verschwenderisch. Also ich sage, okay, für irgendeine kleine Geschichte. Der Thread wird ja die meiste Zeit gar nicht gebraucht. Wahrscheinlich, ich habe jetzt so einen kleinen Service gebaut, wo ein Request reinkommt und der lädt was von der Platte und holt vom anderen Webservice noch was ab und guckt nochmal in die Datenbank. Das heißt, die meiste Zeit wird da irgendwie I.O. gemacht. Die CPU ist eigentlich frei. Der Thread, der idelt dann nur so rum, der ist irgendwie nur so im Waiting State und im Prinzip könnte er ja noch was anderes machen. Wenn ich jetzt so etwas verwende wie Akka, wie Vertex oder auch wie das Play Framework oder was sonst auch immer so im Reactive-Bereich unterwegs ist, dann sieht das etwas anders aus. Da werden die eben so gemultiplext und demultiplext eigentlich. Ne? Also ich habe mehrere Requests, die dann von einem Thread abgearbeitet werden. Beziehungsweise ich habe N Threads, die dann M Requests abarbeiten. Ja, also das ist so, wenn es ganz extrem ist, dann habe ich halt nur einen, dann habe ich wirklich nur einen Thread, der bei dem alles landet. Das ist so das klassische Node.js-Ding. Wenn ich da nicht irgendwie noch eine spezielle Geschichte aufsetze und einfach nur Node starte, dann nutze ich tatsächlich einen Hauptthread, um die Events abzuarbeiten. Aber wir können natürlich, wir wollen natürlich ein Thread-Pool nutzen, um alle Prozessorkerne auszunutzen und haben dann so eine N-zu-M-Verteilung. Das heißt aber auch, ja gut, das muss ich nochmal kurz betonen hier, was vorher Thread-Local war, das gehörte mir alleine. Ne, wenn ein Request reinkommt und ich sage, oh, ich nutze jetzt hier Spring Security und der gibt mir irgendwie so ein Token, das wird dann im Thread-Local gespeichert oder ich nutze JPA, Hibernate, und der macht irgendwie so einen Session Cache im Thread Local und so weiter. Das ist alles sehr schön, wenn der Thread mir gehört sozusagen, ne, mir als Request. Wenn sich aber jetzt mehrere Requests einteilen, kann ich schon sehen, aha, das haut nicht mehr hin. Ne? Und das ist tatsächlich eine Sache, über die ich auch gestolpert bin und über die viele Leute stolpern. Also man nutzt manchmal dann ohne groß darüber nachzudenken Sachen weiter. Ganz schönes Beispiel SL4J, dieses Logging Framework mit dem Map Diagnostic Context. Das wird auch im Thread Local gespeichert. Die Idee ist, dass ich irgendwo eine interessante Information, die jetzt in der Request-Verarbeitung anfällt, einfach sozusagen in den Kontext schreibe und kann das beim Loggen mit ausgeben. Muss er hier irgendwo lassen, landet halt im Thread Local. Das heißt, das sind Sachen, ja. Hast du da einen Tipp, wie man das rausfindet, ob das Thread Local benutzt oder nicht? Weil oft bindet man irgendwelche Libraries ein und dann. Ja, also meistens weiß man das schon irgendwie, oder? Breakpoint setzen in den Threadlocker. weiß ich gar nicht, könnte man sich mal so einen Checker bauen, ne? Die ja, Bytecode-Instrumentierung macht und sagt, ah, hier wird das irgendwie aufgerufen. Bei manchen lädt ja Maven wirklich halb Internet runter und dann hast du irgendeine das Threadlocker-Geschichte. Ja. Das ist ja natürlich dann echt ärgerlich. Ne? Also,
Ja, weiß nicht. Bei einigen Sachen weiß man es halt einfach. Viele Sachen werden das auch explizit irgendwie sagen. Also was weiß ich beim... Ja, viele Sachen, die das benutzen, sind auch eh schon Schrott. Also das ist... kannst alles back in Tonne. Also so eine Sache ist ja dieser... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein Open Session in View Filter. Ja. Das war so ein Surface Filter. Ne? Und das ist, also ich meine, das ist schon, ja, okay, also sowas, das am besten nicht verwenden. Ja. Also, es ist auch nicht so, dass es gar nicht mehr möglich ist. Also es gibt gerade für diesen Map-Diagnostic-Kontext, gibt es auch Tutorials im Internet, wie man da mit so ein bisschen Zusatzaufwand dafür sorgt, quasi, dass beim Handover das irgendwie mitgenommen wird, die Information. Also wenn man es wirklich braucht, dann kann man sich da vielleicht auch noch, kann man auch noch so ein bisschen rumtricksen da irgendwie, aber man sollte es vermeiden. Ja. Also ich würde sagen, eine Geschichte ist, wenn ihr solche Sachen verwendet, und manchmal denkt man ja nicht so groß drüber nach, wenn ich jetzt einfach Play Framework verwende, dann weiß ich irgendwie, oh, Play ist irgendwie ganz toll, weil es ist alles asynchron und das skaliert super. Was aber dahinter, was ihr euch damit einhandelt sozusagen, ist eben ein anderes Concurrency-Modell. Dessen muss man sich so ein bisschen bewusst sein. Und das gilt für alle Sachen, die sich Reactive nennen. Ob das Vertex ist, ob das Acker ist, ob das Play ist. Ich habe immer irgendwie diese kleinere Einheit als Threads da. Thread Local, würde ich sagen, ist mindestens mal ein Anti-Pattern in diesem Zusammenhang. Ich denke, es ist sowieso, selbst so in der normalen Thread-basierten Programmierung, muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie Schrott sich daran ansammelt. Aber jetzt, ja, ist es eben nicht mehr wirklich Local. Am besten nicht verwenden. Oder sonst ist ein bisschen Zusatzaufwand nötig. Was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist der Zusammenhang oder die was mit I/O-Sachen ist. Aber das kommt dann ja gleich nochmal extra. Ich möchte ein bisschen so eine Checkliste aufbauen. Also erstmal so Punkt 1 für unsere Checkliste. Wenn ich Reactive mache, das bringt Sub-Thread-Level-Concurrency mit sich. Darauf einstellen, das im Kopf haben. Dann hat man sich schon mal viele Kopfschmerzen erspart. I/O, sehr schönes Thema. Das ist ja, wenn man dann irgendwie solche Sachen liest, wie bei Node.js, dann heißt es immer, okay, was so der Kick ist die Non-Blocking I.O. Ne, was diese ganze Geschichte, na, warum bringt das überhaupt was, ne, diese Sub-Thread-Level-Concurrency? Wenn ich jetzt etwas habe, was die ganze Zeit die CPU benutzt, dann ist es im Prinzip egal, ob das jetzt Thread ist oder nicht Thread oder darunter oder sowas. Der gibt die CPU ja eh nicht frei, der braucht sie ja. Ne, ich starte das irgendwie und das ist jetzt, da ist keine Ressource übrig, wo ich jetzt sagen kann, oh, das ist wichtig, dass ich die nutze und deswegen muss ich hier eine andere Ebene einführen. Wenn jetzt bei den I/O-Geschichten, wenn die CPU dafür zuständig wäre und sich darum kümmern müsste und so weiter, dann müssten wir uns mit dieser ganzen Sache nicht beschäftigen. Der Kick bei der ganzen Sache ist, dass eben die meisten I/O-Operationen, ich denke alle eigentlich, die CPU überhaupt nicht belasten. Sondern das ist irgendwie passiert in so einem Subsystem und dann werden irgendwie so ein Eventsystem im Betriebssystem, EPOL oder was auch immer, und irgendwann ist dieser I/O-Vorgang fertig und dann kann die CPU wieder was machen und ein Kernel-Thread kann irgendwie was machen und da weiterarbeiten. Das ist ja gerade, warum sowas wie Node.js zum Beispiel funktioniert. Ne? Weil die sagen, alles, was irgendwie mit Netzwerk-I/O zu tun hat, alles, was mit Platten-I/O zu tun hat, da brauchen wir nichts, da ist die CPU frei, deswegen können wir mit unserem Einfall schon wieder was anderes machen. Das muss ich natürlich dann aber auch nutzen. Wenn ich unterscheide zwischen Blocking-I/O und Non-Blocking-I/O, also Non-Blocking wäre sowas wie, ich rufe irgendwas auf und dann übergebe ich ein Callback. Dann habe ich nichts damit zu tun. Ich bin auch von der Kontrolle, gebe ich die im Prinzip weg. Also entweder laufe ich weiter oder ich sage, ich bin fertig. Und dann ist der Thread auch frei, jetzt den nächsten Task zu nehmen und kann irgendwas anderes ausführen. Und irgendwann ist dann halt, wie gesagt, ist diese I/O-Geschichte abgelaufen und dann passiert wieder was auch für den Code, der als Callback da übergeben wurde auf der CPU. Das ist so das typische Non-Blocking. Blocking wäre so ein synchroner Aufruf, ne? Wie ich öffne einen File oder ich mache einen HTTP-Request und warte jetzt auf die Response. Ne? Nicht irgendwie mit einem Callback oder mit irgendwelchen anderen Konstruktionen, die ich da habe, sondern wirklich als Ergebnis dieses Aufrufs. Oder File-I/O und ich hole mir so einen Iterator und iteriere dann über die Zeilen oder was auch immer File und sauge die sozusagen so rein, aber auch wiederum als Ergebnis des Aufrufs möchte ich direkt jetzt die Daten haben, ne? Sodass ich im Prinzip warte, bis der I/O-Prozess abgeschlossen ist.
das belastet zwar dann auch nicht die CPU, weil der Thread eben nicht wirklich was ausführt, sondern im Wartezustand ist, aber ich verbrauche halt diesen Thread dafür. Man muss sagen, der Programmiermodell von Blocking Processes, Blocking IO mit Prozessen ist schön einfach. Oder? Der Thread Manager, Prozess Scheduler macht ja alles für dich, der behält den Kontext etc. etc. Du musst keinen Zurückgabeparameter, du hast keinen Callbacks, dass du alles selber angehörst. Also als Programmiermodell, auch wenn es nicht effizient auf Threads ist, ja, ist es eigentlich ganz elegant. Ja, da können wir nochmal das, aber ja, kann man so finden, ist aber auch möglich sogar noch. Ne? Also ich kann, ich weiß jetzt nicht genau, ob das noch vorkommt oder nicht, aber wir können am Ende des IO-Chapters oder am Ende nochmal kurz, merkt ihr mal diese Bemerkung, wir kommen am Ende nochmal drauf zurück. Ganz interessanter Punkt, aber wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass wir irgendwie so eine feinere Granularität haben und jetzt hier unsere Events oder Actions oder Aktoren haben, die von einem Thread, wo ein Thread dann ganz viele abarbeitet. Und wenn es heißt Blocking I.O., und zumindest jetzt in diesem Normalfall, dann blockiert das eben den Thread, ja, und nicht irgendwie meinen kleinen Event da. Ja, wenn ich jetzt 10.000 Events abarbeite oder 10.000 Aktoren habe auf 10 Threads und ich nehme aus diesem, und ich mache Blocking I.O., dann nehme ich effektiv ein Thread aus meinem Pool da raus. Ja, das ist, man muss sich dessen bewusst sein, wenn ich jetzt mit weniger Threads arbeite, dann möchte ich natürlich noch umso weniger jetzt irgendwie einen einzelnen Thread blockieren. Wenn ich mit Sub-Thread-Level-Concurrency arbeite, dann ist jeder Thread für potenziell eine große Zahl von Aktoren, von Events, von Actions oder sowas zuständig. Und ich möchte diesen Pool jetzt nicht, da möchte ich jetzt keinen Thread opfern, um Blocking-IO zu machen. Ich möchte, dass die alle zur Verfügung stehen, um Sachen abzuarbeiten. Manchmal kann ich mir das aber gar nicht aussuchen. Also das ist der Code ist jetzt überhaupt nicht wichtig, aber das gefühlte Auge erkennt vielleicht, das ist ein JDBC, also ein Datenbankding. Da ist gibt es keine API, ne? Bitte? Da gibt es kein Non-Blocking, yeah, JDBC API. Genau, wenn ich sowas habe, wenn ich jetzt irgendwie einen Oracle-Treiber benutze und da irgendwie auf die Datenbank zugreifen muss, da gibt es keinen asynchronen JDBC-Treiber. Das ist auch der Oracle-Datenbank-Server sieht das gar nicht vor. Ja, was mache ich da? Kann ich denn gar nicht mehr, dann kann ich das gleich alles vergessen und muss sagen, dann bleibe ich jetzt doch in meiner Java-E-Welt und ich kann das alles gar nicht machen. Ja, also das ist eine mögliche Antwort. Nein. Was ich immer noch machen kann, ist dann solche Sachen zu isolieren. Beziehungsweise das muss ich auch machen. Das sind auch wieder Sachen aus der Praxis, wo wir sehen, wenn die Leute das nicht machen, dann machen sie sich tatsächlich den Throughput ihres Systems kaputt. Wenn sie ihren kleinen Threadpool haben in ihrer asynchronen Anwendung und jetzt den gleichen Threadpool eben auch benutzen für Datenbankzugriffe zum Beispiel, dann zerstört das den Throughput dieser asynchronen Verarbeitung. Was ich aber machen kann, ist tatsächlich zu sagen, ich separiere das. Ich habe einen eigenen Threadpool für solche synchronen Geschichten. Wir wissen auch schon, die belastet ja nicht wirklich die CPU, sondern es geht mehr um diese Thread-Dispatch-Geschichte. Es ist also nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und es müssen auch nicht unbedingt viele sein. Genauso wie in meiner Anwendung, also jetzt in meiner eigentlichen, im Kern meiner Anwendung, ich mich danach richte, wie viele Kerne ich habe oder wie viele, also nicht danach, wie viele Tasks ich ausführen will, sondern was mir an Hardware zur Verfügung steht, wie viele Sachen ich wirklich parallel machen kann, kann ich das jetzt beim weiteren Threadpool, der sich um Datenbank-Connections kümmert, natürlich auch machen. Im Prinzip geht es da nicht darum, wie viele Datenbankzugriffe oder wie viele Requests ich habe pro Sekunde, sondern wie viel kann er meinen Datenbankserver eigentlich parallel abarbeiten. Und daran kann ich mich orientieren, was sozusagen die Connection Pool Größe und dann entsprechend auch die Thread Pool Größe angeht. Witzigerweise hat eben Slick das schon, ja? Aber ist das nicht so, dass, also wenn nicht, also ist dazwischen Cache oder irgendwas, weil eigentlich ist ja, du hast ja rechtsgehende Events rein und du gehst rechts in eine Blocking, irgendwann wirst du Blocking-IO haben, weil der JDBC-Treiber ist leider ja, genau. Block. Das heißt, der rechte ist für die Blocking-IO zuständig. Aber dann sind die, also das heißt einfach nur, dass die Threads sozusagen auf der linken Seite weiterarbeiten genau. können, aber auf der rechten Seite, also trotzdem ist aber der Request geblockt so lange. Genau, ja, das okay. ist dann, deswegen isolieren. Das okay. heißt, wenn ja. bei JDBC hast du nicht die Möglichkeit, ja. das Non-Blocking-IO einzusetzen ja. und da ist die Idee wenigstens sozusagen dein asynchrones System davor zu schützen und zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht meine Threads, mein Threadpool, der die Aktoren der Einfachheit halber, der sozusagen die bedient. Ich möchte nicht, dass da jetzt einer sozusagen rausgezogen wird, um Blocking-IO zu machen, sondern hier mache ich dann zwischen den beiden sozusagen, mache ich einen asynchronen Aufruf, also mit Callback oder was auch immer,
Aber der rechte, ja, da, die Blocking.io, das ist jetzt sozusagen die, die Problemstellung. Ich kann sie nicht verhindern. Wie kann ich damit arbeiten? Witzigerweise ist das in Vertex über Typen geregelt. Da gibt es tatsächlich eine Klasse, es gibt Verticals und es gibt Worker-Verticals, die dann auf einem anderen Thread-Pool laufen. Die nennen das also hybrides Thread-Modell. Die haben von vornherein, sagen die, wir haben verschiedene Thread-Pools und ich kann sozusagen über den Typen meines Verticals das steuern, was ich ganz, ganz charmant finde. Bei Akka wäre es über Dispatcher. Ne? Da kann ich für die Aktoren sagen, ich habe einen Dispatcher für diese Aktoren und dann einen Dispatcher für andere. Bei Play genauso. Das heißt, da kann ich, am Ende fliegt auch wieder irgendwie so ein Threadpool dahinter, kann ich dann eben steuern, was auf welchem Threadpool läuft. Okay, können wir unsere Checkliste schon mal so ein bisschen erweitern? Wieso ist das denn eigentlich Englisch jetzt hier auf einmal? Ja, das ist eine multilinguale Vorlesung. Das ist das, die deutsche Variante des gleichen Slides hier. Also das erste kennen wir schon, das zweite auf jeden Fall Non-Blocking-IO verwenden. Das ist sozusagen der Kern, der Kicker bei der ganzen Geschichte. Ich möchte eine asynchrone Netzwerk-Library, ich möchte asynchrone File-IO. Wenn ich wieder andere Clients aufrufe, soll das asynchron und Non-Blocking sein. Wenn es jetzt wirklich gar nicht geht, wie bei JDBC, dann zumindest isolieren. Jetzt kann es aber ja noch schlimmer kommen. Jetzt habe ich vielleicht sowas hier. Das wird ja im Programmieren relativ einfach gemacht, das ist aber, es steckt eine ganze Menge dahinter, denn im Endeffekt ist das ein Two-Phase-Commit hier, eine verteilte Transaktion, das hier durch diese Transaction-Annotation wird das irgendwie schön, Spring macht das irgendwie, ne? Und ich habe hier also einen Entity-Manager, der schreibt was in die Datenbank und ich schreibe was in eine JMS-Queue rein. Ja, das ist natürlich, ja, in einem so einem reaktiven, asynchronen, sonst was System, ist das eigentlich eine Sache, die ich vermeiden möchte. Dass ich da so einen Punkt habe, wo jetzt auch noch zwei Systeme, also das ist erstmal fragil einfach, ne, weil das sind zwei Face-Commit, wenn eins der beiden Systeme gerade nicht antwortet, irgendwie ein Timeout hat, dann fällt das Ganze, fliegt das Ganze fehl. Und außerdem ist es natürlich auch wieder so ein Contention-Punkt. Ne, hier ist es eine Sache, eben auch dadurch, dass mehrere Systeme schon da involviert sind, wird für eine relativ lange Zeit eine Ressource blockiert und das hat mit Asynchron eigentlich nichts zu tun. Ich habe das jetzt, das hat jetzt nicht so viel mit Abfall zu tun, aber ich fand diesen Dreisatz so schön. Vermeiden, trennen, verwerten. Das heißt so, das ist für mich so die Vorstellung, wie kann ich damit umgehen? Also in erster Linie, ich möchte es natürlich am liebsten vermeiden. Und also es gibt jetzt nicht so eine, nicht irgendwie so einen einfachen Trick. Ich kann nicht sagen, ersetzt einfach die Transaction-Transaktion durch irgendwas anderes und dann ist das alles asynchron und läuft super. Sondern das ist wirklich ein Punkt, wo man sich überlegen muss, brauche ich das wirklich? Muss ich in meiner Anwendungslogik das wirklich so haben? Und dann, und ja, das wäre also die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Nehmen wir das hier zum Beispiel mal. Hier wird was in der Queue gestellt und in die Datenbank geschrieben. Also die Idee bei einer verteilten Transaktion ist ja so eine Art All or Nothing. Ne? Also entweder soll alles passieren oder nichts. Hier am anderen Ende der Queue ist natürlich auch wieder irgendein System. Sagen wir mal eine andere Datenbank. Wenn jetzt am anderen Ende der Queue in der Datenbank was schief geht, kriege ich das überhaupt mit? Nein, ne? Weil das ist ja dann wieder asynchron. Ich schreibe hier was in die Queue, in meiner Datenbank geht's. Also die Gewissheit, die ich hier habe, ist, okay, es steht in der Queue und es steht in meiner Datenbank. Eigentlich möchte ich aber natürlich, dass es in der anderen Datenbank auch steht und dass es da auch nicht zum Fehler kam. Das heißt, das hier ist, eigentlich geht es hier um einen Systemabgleich. Das ist, also ich denke, das ist ein Punkt, wo ich schon mal die Anforderungen in Frage stellen muss und sagen muss, muss das hier wirklich in einer Transaktion laufen? Wenn eine Queue da involviert ist und das sowieso asynchron läuft, kann ich nicht sagen, okay, es geht hier um den Abgleich zweier Systeme, ich kann in meiner Datenbank was einsetzen und das irgendwie markieren, dass es noch nicht ans andere System übertragen ist und dann ganz unabhängig von den Prozessen hier irgendwie eine Reconciliation durchführen und sagen, okay, diese Systeme werden irgendwie abgeglichen. Ich sage nicht, dass das immer geht in jeder Anwendung, also dass man das jetzt schematisch immer so umsetzen kann. Ich sage nur, erstmal muss man diese Anforderung mal in Frage stellen. Im Moment, denke ich, werden mehr verteilte Transaktionen benutzt, als sein müsste, weil es so einfach ist oder so oberflächlich so einfach ist, weil ich einfach eine Transaktion, eine Annotation ranschreibe und dann geht das irgendwie so. Dahinter passiert aber natürlich eine ganze Menge. Ne? Da muss ja also hier ein Prepare und da ein Prepare und dann muss wirklich committed werden und so weiter. Deswegen geht es ja auch oft schief. Und für verteilte Systeme, wo Sachen auch mal ausfallen können und so weiter, ist das nicht so gut. Also nehmen wir mal an,
Also merken wir uns das mal, wir versuchen das zu vermeiden. Wir versuchen das in Frage zu stellen, wir können auch Prozesse in Frage stellen. Manchmal muss ich nicht in dem Moment, wo ich jetzt beim Warenkorb klicke auf ich möchte das wirklich bestellen, muss vielleicht nicht innerhalb dieser Transaktion das wirklich im Lager, in dem Computer landen oder was auch immer. Ne? Also vielleicht kann man diese Sachen, viele Sachen in der Realität sind ja auch viel asynchroner, als man vielleicht so denkt. Also ein ganz beliebtes Beispiel ist ja für Two-Face-Commit Bankkonten. Ne? Ich sage, oh, ich habe hier Konto von Peter und Konto von Hans. Und jetzt bei Peter nehme ich 1.000 Euro weg und Hans kriegt die 1.000 Euro drauf. Und damit da auch nichts schief geht und nicht am Ende mehr oder weniger Geld insgesamt da ist, mache ich das in einer verteilten Transaktion. Wenn ich jetzt von meiner Bank, ich bin bei der Hamburger Sparkasse, wenn ich da jetzt an einen von euch irgendwie was überweise, dann läuft das nicht in einer verteilten Transaktion da irgendwie auf der Datenbank. Da werden Rechnungsläufe durchgeführt über Nacht und da wird bestätigt und abgezogen und sonst was. Und das wird dann erstmal bei mir vielleicht abgezogen, aber ja, dann wird es halt zurückgebucht und so weiter. Also viele Sachen in der Realität sind asynchron. Der Two-Face-Commit an sich ist ja darunter auch irgendwie asynchron mit dem Preparen und sonst was. Das heißt, viele Sachen lassen sich so umsetzen. Ha, man könnte sogar behaupten, das ist ja hier eine tolle Überleitung. Manche Leute behaupten, jeder Two-Face-Commit, also vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen wir mal so, dann kann sich jeder durch asynchrone Nachrichten kann ersetzt werden. Ich denke, das ist so die Quintessenz dieses berühmten Papiers hier, Life Beyond Distributed Transactions von Pat Helland, in general, bla bla bla. Komme ich gleich nochmal, das ist ein Slide von ihm. Er hat sich Systeme angeguckt, er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, kommt so aus der relationalen Welt und hat dann bei Amazon, glaube ich, eben so hochskalierbare Systeme, dieses Dynamo-System mitentwickelt. Und er hat sich umgeguckt, wie macht man eigentlich sowas, wie macht man eigentlich Sachen, die im Prinzip unendlich skalieren können. Und ist zum Schluss gekommen, Erwachsene benutzen keine verteilten Transaktionen. Okay. Ehrlich gesagt, niemand stellt den Transaktionen auf Serializable in den Datenbank, weil das eh nicht unterstützt wird und unendlich kostbar ist. Ja. Und also wirklich transaktional ist das Ding auch nicht. Das kommt noch dazu, dass die Sicherheit, die man dadurch kriegt, sozusagen durch diese vermeintlichen Garantien, eventuell gar nicht gegeben ist. Ja. Aber um in meinem Fluss nochmal hier hin zu bleiben, hier ist die Idee, ich kann auch in einem asynchronen System, was auf Messaging beruht, sowas abbilden, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind oder wenn ich bestimmte Anforderungen erfüllen kann. Ich muss irgendwie sicher gehen, dass die Nachricht wirklich ankommt. Sagen wir mal, zumindest einmal, at least once delivery. Also im Prinzip kann ich das machen mit Bestätigung. Ne? Ich sende eine Nachricht, wenn ich in einer bestimmten Zeit keine Bestätigung bekommen habe, sende ich sie halt nochmal. Was natürlich passieren kann, ist, dass ich die Nachricht dann sende, während die Bestätigung gerade unterwegs ist oder solche Geschichten. Das heißt, ich muss irgendwie damit arbeiten können, dass die Nachricht vielleicht mehrfach kommt. Also wenn ich idempotente Nachrichten habe, wo das nichts macht, wenn ich sie einfach mehrfach bekomme, das wäre eine Gegebenheit, wenn das gegeben ist. Und diese at least once delivery. Und ich irgendwie ein Konzept habe von vorläufigen Operationen. Also Operationen, die entweder zurückgenommen werden können oder wo es eine andere Aktion gibt, die das dann wieder aufhebt. Also könnte ich auch mit einem Timeout arbeiten? Kompensation. Ja, habe ich das? Nee, vorläufige Kompensation? Das kommt gleich noch. Das könnte etwas sein, wo einfach auch auf eine Bestätigung gewartet wird. Ich buche was von meinem Konto ab und wenn das andere System das nicht bestätigt, wird es einfach rückgängig gemacht. Oder es kann so etwas sein, wie ich buche etwas und ich storniere das dann aber wieder. Genau, Kompensation, das ist ja auch eine Geschichte, die auch wiederum in der Realität so passiert, ne, in so Buchhaltungsgeschichten. Da wird ja nicht, wenn was falsch gebucht wurde, dann das wieder, geht man nicht zurück und radiert das aus und schreibt die Zahlen neu, sondern wird wieder eine neue Buchung gemacht, ne, eine Gegenbuchung, die ursprüngliche Geschichte kompensiert. Eine mögliche, das war jetzt erstmal so ein bisschen prinzipiell. Ne, ich kann irgendwie wenn ich diese Gegebenheiten habe, dann kann ich das mit einem asynchronen Messaging-System abbilden, dieses All or Nothing. Und sozusagen eine etwas konkretere Umsetzung davon wäre das Saga-Pattern. Das ist eine Geschichte, die man, ich habe hier zwei Links auch in den Vorlesungen, in den Slides, eine Präsentation, da geht es um, glaube ich, Halo Online. Die nutzen das Saga-Pattern in Halo Online, um da irgendwelche, weiß ich gar nicht, was für Geschäfte die da abgleichen.
Die Idee ist, dass ich also eine Geschichte definiere. Ich sage, okay, das ist eine Einheit hier, das ist ein Prozess und dieser Prozess besteht aus diesen Schritten hier und der Gesamtprozess ist abgeschlossen, wenn diese Schritte abgeschlossen sind. Schönes Beispiel, ich buche eine Reise und dann brauche ich einen Flug, ein Hotel, einen Mietwagen. Dann läuft das alles los. Ich habe irgendwie irgendeine Einheit, die jetzt diese Geschichte, die sich um die ganze Saga kümmert, ne, und die sorgt dafür, die holt dann die Ergebnisse wieder ein und wenn alles gelaufen ist, dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Im Prinzip so eine Transaktionsklammer. Ne? Ich sage, diese Sachen, die sollen alle passieren oder keins davon. Ne, weil ein Mietwagen in Miami nützt mir nichts, wenn ich gar keinen Flug buchen kann. Das heißt, wenn was schief geht, und das ist jetzt sozusagen, das ist Teil dieses Saga-Patterns, dass ich sage, für jede Aktion, die ich ausführe, muss ich eine Compensating Action, eine Action definieren, die das dann wieder rückgängig macht. In diesem Fall relativ einfach, dass wir einfach das stornieren. Das heißt, wenn jetzt am Ende bei dieser Mietwagengeschichte was schief geht, ich kann diesen Mietwagen nicht buchen, ich habe aber gesagt, okay, ich will entweder die ganze Saga oder nichts, dann müsste dieser Saga-Koordinator dafür sorgen, dass die anderen beiden Sachen auch storniert werden. Das ist aber jetzt, ne, also das ist von dem, was ich erreiche am Ende, ist es wie eine verteilte Transaktion im Sinne von alles oder nichts, aber aufgeteilt in ganz in getrennte Schritte, sodass das alles asynchron im Prinzip ablaufen kann und durch Nachrichten ablaufen kann. Auch hier müssen natürlich gewisse Gegebenheiten da sein, also ich muss erstmal diese Möglichkeit haben, eine Compensating Action zu definieren. Ich muss irgendwie im Prinzip wie vorher, das ist jetzt so die konkrete Umsetzung dieser vorläufigen Operation, dass ich sagen kann, jede Operation, die ich machen kann, da gibt es eine Gegenoperation, die das wieder rückgängig macht. Ne? Das ist so dieses Vorläufige. Und die Geschichte, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Nachricht mindestens einmal zugestellt wird, ist hier auch so. Also zumindest bei der rückgängigen Operation ist das entscheidend. Also wenn ich keine Garantie habe, dass die Nachricht nicht wenigstens einmal irgendwie da ankommt, habe ich natürlich auch nicht die Gewissheit, dass es tatsächlich sozusagen der Rollback dann irgendwie funktioniert. Das heißt, es ist immer noch nicht trivial, also es muss eine gewisse Infrastruktur da sein, aber ich denke, viele Prozesse, die jetzt vielleicht, naja, ob jetzt so ein Reisebuchenprozess wirklich in einer verteilten Transaktion ablaufen würde, ist noch eine andere Frage, aber ich denke, ihr kriegt die Idee, ne? Also das wäre so die zweite Alternative, wenn ich jetzt vom Businessprozess dieses alles oder nichts nicht wenn ich damit leben muss, wenn ich nicht sagen kann, okay, ich kann das so aufsplitten, dass ich das irgendwie anders in der Applikation handle, sondern ich brauche jetzt diese Transaktionslogik, nenne ich das mal. Dann wäre die Idee, vielleicht so ein Muster aus der asynchronen Welt wie das Saga-Pattern einzusetzen, um das zu erreichen. Nochmal, jetzt auch unabhängig von dem, was sie denn, ob sie wirklich das garantieren, was man glaubt, dass sie garantieren, auch so, wie sie benutzt werden, sie sind eine Quelle von Abbrüchen und von Contention verteilte Transaktionen, können oft vermieden werden. Saga-Pattern mal angucken. Zur Not noch, was ich natürlich auch immer, was man in der Hinterhand hat, wir können natürlich auch das Gleiche machen. Ich weiß leider nicht mehr, warum ich dieses Fragezeichen daran gemacht habe. Vielleicht, weil ich mir nicht so sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Also, was hatte ich gesagt? Vermeiden, trennen, verwerten. Das Trennen bezieht sich jetzt sozusagen auf die Schritte in der Transaktion, die irgendwie separieren in meine Saga. Das Verwerten wäre jetzt sozusagen die absolute Notlösung, wie bei meinen JDBC-Sachen, dass ich sage, ich isoliere das wenigstens. Ich nehme das aus meiner Anwendung raus. Ich packe das sozusagen in diese Transaktion irgendwie in einen eigenen Service und sage, okay, das ist jetzt halt mein Legacy-Teil, der irgendwie eine Applikation für sich ist und kann dann immerhin in meinem anderen Teil reactive sein. Das sind dann einfach Kompromisse, mit denen man leben muss, wenn man damit leben muss. Schönerweise ist es ja so, dass sich da viel tut in dem Bereich Datenbank bzw. Data Storage. Ich denke, heute ist jeder schon mal dann irgendwie mit Cassandra oder mit Redis, na Redis ist mehr so ein Caching-Ding, ne? Mit React, mit anderen NoSQL-Datenbanken, Mongo, sonst was, irgendwie in Berührung gekommen und hat also festgestellt, dass relationale Datenbanken nicht mehr das Einzige sind, was es so gibt auf der Welt. Gerade in so verteilte Geschichten wie Cassandra ermöglichen sehr schnelle Schreiben ja auch insbesondere, ne, und ermöglichen eben auch solche Sachen leichter umzusetzen wie Event Sourcing oder eben andere Herangehensweisen an den Zustand meiner Applikation irgendwie zu repräsentieren. Also nicht mehr so die relationale Datenbank als den Hüter der Wahrheit, wo der Zustand der Applikation festgehalten ist, sondern ich speichere die Folge von Events
die dazu geführt haben, dass der Zustand so ist, wie er jetzt ist. Wir haben heute, also Plattenspeicher ist kein Problem mehr. Es ist nicht so knapp, dass man jetzt immer was wegwerfen müsste. Ich kann das Commit-Log der Datenbank im Prinzip immer weiterlaufen lassen, jetzt mal in relationale Datenbanksprache, und muss das nicht irgendwie wegschmeißen. Ne, und sage, okay, ich kann immer noch irgendwie eine Sicht haben auf meine Sachen, auf den aktuellen Zustand, aber das ist eben nur eine Sicht. Das ist so ein Snapshot von jetzt. Das ist nicht wirklich die Quelle der Wahrheit, sondern eigentlich geht es um eine Abfolge von Events. Und ich denke, das passt natürlich sehr gut zu Reactive Systems, besser vielleicht sogar als relationale Datenbanken, aber das heißt jetzt nicht, dass man das unbedingt machen muss, aber ich denke, das ist eine Sache, die man sich angucken sollte und mit der man sich beschäftigen sollte. Und eben als kleiner Tipp noch, auch ein bisschen philosophischer bei der ganzen Geschichte, macht das überhaupt Sinn, in einem verteilten System davon zu sprechen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Wahrheit gibt? Können eigentlich alle immer wissen, was die Wahrheit ist? Aber was heißt das eigentlich? Ist es nicht, wenn ich davon ausgehe, dass es nicht um einen, ist ja auch irgendwie ein Konstrukt, ist ja auch irgendwie ein Modell, sozusagen, das ist Zeit und ich habe einen bestimmten Punkt in der Zeit, vielleicht lebe ich mit einem anderen Modell, wo ich sage, das ist, eigentlich bedeutet es Ergebnis von Sachen, die passiert sind. Ich betrachte Zeit nicht als etwas, wo ich jetzt sage, in diesem Punkt habe ich einen bestimmten Zustand, sondern Zustand ist etwas, was eine Folge von Events ist. Naja, also ein bisschen googeln, Illusion of Present und sonst was von Jonas Bonner, der beschäftigt sich ein bisschen damit und hat viele Pointer noch zu anderen Sachen. Für unsere Checkliste keine phantasmalen Transaktionen verwenden, kein Two-Phase-Commit verwenden. Entweder schon auf Prozessebene sagen, okay, wir gestalten unseren Geschäftsprozess anders, sodass ich das nicht brauche, oder eine asynchrone Art, also das Umsetzen durch asynchrones Messaging mit diesen entsprechenden Garantien. Und wenn es wirklich gar nicht anders geht, dann immer gibt es halt diese Rückzugslösung, das irgendwie aus diesem reaktiven Bereich raushalten und isolieren. Wenn ich jetzt gerade ganz kurz darüber nachdenke, das heißt ja, also wenn wir sagen, okay, wir wollen keine I.O. mehr, also wir wollen sie vermeiden, ja, oder sowas, würde man ja vielleicht sagen, okay, dann ist eigentlich der klassische Software-Monolith, den man gebaut hat, eigentlich, also wenn man jetzt Aktoren und was einsetzt, ist eigentlich die beste Wahl, weil man hat ja eigentlich kein HTTP, was du irgendwo sprichst, kein TCP-IP, also das schenkst du dir ja schon irgendwie so ein bisschen damit. Das ist ja auch Blocking-I.O. Also wenn ich einen HTTP-Client aufmache, und sage, hier, connecte dich mal dahin, hast du ja schon der Blocking I.O. Wenn du sagst, ich versuche das zu verteilen halt irgendwie. Das wäre jetzt so, wo ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, so ein bisschen auch meine Probleme habe. Weil I.O. hat man immer irgendwie. Ja, man hat immer, oder, wenn du mit anderen Systemen sprichst, dann hast du irgendwie I.O. Oder genau. Also HTTP, weil du denkst jetzt, okay, HTTP ist ein Request-Response-Protokoll, ja. Deswegen ist das natürlicherweise irgendwie synchron vom Ablauf und blockiert. Das ist aber nicht so. Ne? Du kannst diesen Request abschicken und dann musst du dich nicht darum kümmern. Ne? Da passiert einfach was, dein Netzwerkcontroller macht vielleicht noch irgendwas, also selbst der kümmert sich nicht groß darum. Und dann kriegst du irgendwann was wieder. Aber es ist nicht unbedingt ein blockierender Aufruf. Das ist ja auch wie, zum Beispiel bei Play wird ja Netty eingesetzt, diese Netty-Library, wie die funktioniert. Das sind ja keine Blocking Calls. Du sagst ja jetzt nicht hier, sondern ne? Netty ist auch mit Callbacks. Ne? Du sagst dann hier, bitte das aufrufen, wenn es wieder da ist. Also natürlich. Und man kann weiter, sagen wir mal so, du kannst weiter HTTP verwenden, du kannst weiter Sachen ansprechen, die über HTTP angesprochen werden und auch in einer Non-Blocking-Art. Es ist jetzt nicht so, dass du nur noch asynchrones Messaging sozusagen auch zwischen Systemen verwenden kannst. Ja, es ist, wir benutzen das ja auch, um HTTP-Server zu bauen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt diese Reactive-Systeme nur benutzen kannst, um Message-Queues zu bauen oder mit Websockets zu kommunizieren. Ja. Also ich bin ja ein großer Fan, also auch von Play und sowas. Es ist halt immer so, diese Argumentationsschiene, die sehr schwer zu führen ist, ist halt, dass immer noch in den Köpfen ist, dass ein HTTP-Request, wenn du ihn abschickst, dass der Blocking ist. Also viele Leute denken halt, der ist blockierend. Und wenn du sagst, ich möchte Rest einführen, dann sagen die immer, ja, dann musst du Websockets also nehmen, weil es ist ja ein blockierender Aufruf, weil du hast halt im Get und ich muss warten, bis der Response kommt. So. Und das ist halt immer sehr schwer zu argumentieren. Das fällt mir sehr schwer von der Wortwahl her zu sagen, wie kriege ich das hin, dass es nicht Blocking ist. Wir machen das häufig so, dass wir da halt irgendwo was hinschicken und das ist jetzt nicht, wir es nicht unbedingt zwingend synchron brauchen, schicken wir halt ein JSON-Objekt hin, da steht halt der Payload drin und eine Callback-URL, wo der Typ, wenn er fertig ist, halt sein Ergebnis zurückmeldet und wir das halt da machen. Und dann machen wir es halt auch so, schreiben wir eine Queue rein, wenn es halt von N Minuten nicht ganz ist, dann gehen wir da halt nochmal hin und machen den gleichen Scheiß halt nochmal. Okay. Der HTTP-Client ist ja auch nicht neu.
den gibt es ja schon lange. Ja, das ist, also tatsächlich habe ich das auch schon als Argumentation gehört, dass Leute gesagt haben, nein, ja, bei uns ist alles irgendwie HTTP, deswegen nützt uns dieser ganze Non-Blocking-Kram. Aber selbst wenn du jetzt einen, wenn du mit dem Browser das aufrufst und der Browser jetzt synchron wartet, dann kannst du auf der Serverseite natürlich auch noch komplett asynchron sein. Also der Request, der reinkommt, da blockierst du ja jetzt nicht die TCP-Connection oder, na, Connection weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest nicht, blockierst du nicht deine CPU, bis dieser abgearbeitet ist. Ne? Oder auch nicht mal den Thread, sondern du arbeitest das halt asynchron ab. Und also das lässt sich schon verbinden. Okay. Man muss auch ehrlich sagen, in der Welt gibt es andere Sachen außer HTTP. Also wir haben eine Anwendung, der mit ARMQP arbeitet. Das ist auch ein asynchroner Message Queue gequeued und das Einzige, das er anbietet, ist eigentlich guaranteed mindestens ein Delivery und das war's. Oder? Und also die Welt ist nicht nur das. Und solche Anwendungen passen natürlich sehr, sehr, sehr gut, weil das ist, da baust du ganze Banking-Systeme drauf. Ja. Und das ist auch eigentlich ein verteilter Message Queue, wo du Sachen irgendwo abschickst und landen in irgendeinem Puffer und hoffentlich werden irgendwann gelesen. Absolut richtig. Und es gibt Sachen außerhalb von HTTP und es gibt natürlich auch interessante asynchrone Protokolle zwischen Systemen. Aber ich denke, hier der Punkt war jetzt gerade, selbst wenn ich HTTP verwende, selbst wenn ich einen HTTP-Service baue, der vielleicht andere HTTP-Services wieder anspricht, kann ich immer noch unheimlich davon profitieren, was Effizienz und Skalierbarkeit angeht, wenn ich meinen Service asynchron baue oder eben reactive baue. Und jetzt will ich das Ganze deployen. Jetzt habe ich das schön asynchron gebaut und jetzt, ja, jetzt, was mache ich jetzt, ne? Jetzt, im schlimmsten Fall sagt mein Arbeitgeber, das muss aber hier alles auf dem WebSphere laufen und ich muss jetzt irgendwie eine RAW-Datei bauen oder sowas. Also, da kann man nochmal groß ausholen. Es gab einen sehr schönen Vortrag und anschließend auch einen Artikel darüber und so weiter von Eberhard Wolf. Java App Servers are dead. Den kann ich wirklich sehr empfehlen, wo es einfach darum geht, dass wir, ja, der Titel sagt es schon, ne? Also dass die Zeit der Application Server vorbei ist. Das ist aus einer Zeit, wo man irgendwie dachte, ich habe einen großen Server, so dann ne, mein Haustier, was schön gehegt und gepflegt wird und da läuft dieser Application-Server drauf, dann habe ich mehrere Applikationen, die jetzt in diesem Container laufen. Das ist nicht so. Wir nehmen nicht einen Server und lassen da mehrere Applikationen drauf laufen. Wir haben eine Applikation, die läuft auf mehreren Servern. So wollen wir die Sachen verteilen. Und heute, wir wollen natürlich, ein ehemaliger Kollege von mir hat gesagt, als er das noch macht, hat irgendwie das Memo verpasst. Das heißt, wir wollen die Sachen irgendwie packen in Container oder in irgendwie andere schöne Formate, sodass wir es schön verteilen können. Aber es soll, ja, deswegen, ich habe früher gesagt, dass wir sind containerless oder auch bei Play steht es, wenn man irgendwie läuft, containerless. Das bezieht sich darauf auf Servlet-Container und Application-Server. Ne? Nicht jetzt auf Docker, was Leute heute unter Container verstehen. Irgendwie Sachen zu Dockerweisen und das dann auf Server zu verteilen, das passt wunderbar zu dieser ganzen Geschichte. Warum? Also erstmal ist es aus technischer Sicht unsinnig. Die Kollegen aus Rolands Team sagen ja immer, Acker auf dem Application-Server laufen zu lassen, das ist wie einen Ferrari zu nehmen und dann stelle ich den irgendwie auf einen alten Truck, wenn ich damit losfahren will. Ich will natürlich jetzt auch die Macht, die ich da habe, nutzen. Ich habe jetzt dieses schöne für ein reaktives System, was alles asynchron läuft. Wenn ich das jetzt irgendwie einpacke, sodass es dann irgendwie auf dem Server, der die Servlet-API verwendet, wieder läuft und der, im Prinzip der Request erstmal da reingeht und dann irgendwie, naja, dann bremse ich das Ganze natürlich unheimlich aus. Die Application-Server sind gebaut worden eben mit dieser Idee, ich habe diesen Thread-per-Request-Ansatz und wer dafür Applikationen schreibt, naja, die haben ja auch diesen Framework-Gedanken wirklich, ne? Dass ich sage, ich habe so bestimmte Hooks eigentlich, wo ich mich reinhänge. Auf der niedersten Ebene dann eben das Do-Get-Do-Post von der Servlet-API oder ich habe halt meinen Controller, der irgendwie eine Methode hat, wo es dann irgendwie so reingeht, mit relativ wenig Kontrolle. Das heißt, das passt schon mal irgendwie nicht gut zusammen. Und dann muss man natürlich auch nochmal den Nutzen von Application-Servern insgesamt in Frage stellen, also diesen Ansatz. Oder zum Vergleich, wenn ich einen Application-Server habe, auf dem eine Applikation läuft, oder ich habe eine Applikation, wo ich eine HTTP-Library mit einbinde, die dann Requests bearbeiten kann. Am Ende sind das irgendwie Jars, die da rauskommen und das können identische Jars sein sozusagen. Also ich kann, das ist ja auch so, wenn ich Spring Boot nehme, ist dann Tomcat mit drin, der ist dann halt einfach da schön irgendwie mit reingewoben, sodass ich nicht den Tomcat starte und dann meine Applikation da rein tue, sondern ich habe ein Runnable Jar und das fährt dann eben auch einen HTTP-Listener mit hoch und arbeitet diese Requests ab.
Und es ist ja diese Isolation, die ich will. Ich will ja nicht mehrere Applikationen auf einem Server, wo dann eine Applikation mit einem Out-of-Memory-Error oder was auch immer dann eigentlich den ganzen Server abschießen kann, sondern ich möchte meine Applikationen sie isolieren, ich möchte sie unabhängig voneinander deployen, skalieren, updaten können. Das ist ja auch der Trend generell in Richtung Services, dass ich diese Isolation möchte. Das heißt, also auch erstmal von der Servlet-API und synchrone I.O. und solchen Geschichten abgesehen, ich gebe eigentlich nichts auf damit, mit dieser Application-Server-Geschichte. Ich baue einfach meine Applikation anders. Statt den Server zu starten und dann das War da reinzuwerfen, sage ich halt, ich baue eine Applikation, die das als Library, die Server-Funktionalität, die ich dann tatsächlich brauche, als Library mit einbindet. Was ich vielleicht aufgebe, ist das gute Verhältnis zum Betriebsteam. Also die sind natürlich irgendwie darauf eingestellt. Also da muss man sich vielleicht dann darauf einstellen, dass man da Auseinandersetzungen führen muss. Vielleicht heute schon nicht mehr so wie vor 2 Jahren, weil tatsächlich solche Sachen wie Docker und so weiter doch schon angekommen sind und weil auch das Tooling sich natürlich unheimlich entwickelt hat. Also ich denke, vieles von dieser Betriebsbequemlichkeit, die Leute dann vielleicht schätzen, weil sie einfach ihr Tooling haben rund um die Application Server und Sachen, die sie einsetzen, Monitoring und auch die Continuous Delivery Pipelines vielleicht so aufgebaut, dass es alles damit schön funktioniert. Das kann man natürlich alles ohne Application Server auch machen. Und man hat, denke ich, heute auch so von den Betriebstools und Monitoring Tools die gleichen Möglichkeiten, wie man sie mit einem teuren Application Server hat, für Standalone-Applikationen einfach. Ja, das ist dann, also können wir jetzt vervollständigen, unsere kleine Checkliste. Diese 4 Punkte. Sub-Thread-Level-Concurrency darauf einstellen, Non-Blocking-IO verwenden, verteilte Transaktionen vermeiden, keinen Application-Server verwenden. Das heißt auch umgekehrt, also wenn euch einer erzählt, hier, das ist Reactive oder ihr habt irgendwie was geschrieben oder ihr wollt irgendwie mal wissen, sozusagen jetzt im Alltag, wie gehe ich denn daran, ist das jetzt Reactive oder nicht? Also wenn es am Ende auf dem Application-Server läuft oder wenn ihr eben, das ist jetzt das gleiche umgedreht, ne, Two-Phase-Commit verwendet oder Blocking-IO, dann ist es nicht reactive. Im Prinzip ist das, ne, also das ist, nur weil man das macht, ist es noch nicht reactive, aber es ist notwendig, aber nicht hinreichend. Nochmal die gleiche Checkliste, sehr schön. Das heißt, so, jetzt habe ich am Anfang gesagt, ja, ich will so ein bisschen pragmatisches Manifest haben mit diesen 4 Punkten, ne? Concurrency-Modell, I.O., Verteilung und Deployment. Behaupte ich jetzt also, das sei besser als das Reactive Manifesto oder sei irgendwie eine Alternative dazu? Nein. Der Bereich, über den wir jetzt gesprochen haben, ist dieser Elasticity-Bereich. Ne? Also sagen, okay, im Prinzip das Skalieren, dieses Elastic heißt ja einerseits moderne Hardware nutzen, also tatsächlich auf Multicore-Systemen die Ressourcen nutzen, so programmieren, dass ich eine gute Utilization da habe, aber eben natürlich auch rausskalieren können. Und das haben wir uns angesehen, einmal eben in Bezug auf Concurrency-Modelle und in Bezug auf Verteilung. Und das heißt, diese anderen Sachen, gerade Resilience habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Dieses Message-Driven-Ding, das ist nochmal wichtig, auch vielleicht sich das vor Augen zu führen. Wenn ich jetzt ein Framework auswähle oder wenn ich selber eben entwickle, wenn man jetzt mal ein bisschen darüber nachdenkt, wenn ich so ein asynchrones Message-Driven Framework einsetze, wie zum Beispiel Akka, dann all diese Sachen, über die ich gesprochen habe, die gibt es mir. Also da habe ich in diesem Fall dann eben die Aktoren als feinere Einheit, wo ich eben Hunderttausende im Speicher oder Millionen vielleicht im Speicher erzeugen kann. Ich habe das Messaging als Kommunikationsweg, sodass ich das Asynchrone mir sehr leicht gemacht wird. Ich habe eine echte Verteilung in Akka, also ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ich kann also auch im Cluster in Akka, da kann Roland nachher beim Bier dann noch ganz viel drüber erzählen, falls er noch mitkommt. Ja. Ich kann sozusagen echt verteilte Applikationen schreiben, ohne irgendwie zentrale Punkte, ohne Master, ohne Single Point of Failure. Inzwischen kann ich sogar verteilte Key-Value-Stores mit CRDTs bauen in Akka, glaube ich, solche Geschichten. Also das kriege ich und die laufen auch nicht im Application-Server. Also, ne, die sind auch dafür gemacht, Standalone zu laufen. Das heißt, das hat schon seine Berechtigung, dass das Message-Driven da drin ist in diesem Reactive Manifesto. Denn
wenn ich Message Driven mache, dann kriege ich auch eine ganze Menge dafür. Ne? Diese Verteilungsgeschichten und die Threat-Level-Concurrency-Geschichten, die bekomme ich dann halt damit. Ja, jetzt nochmal der Bogen zum zweiten Slide. Was ich hoffe, was auch rübergekommen ist, ist, wir haben ja auch über JDBC und solche Sachen gesprochen und jetzt gerade über synchrone Protokolle, HTTP und solche Geschichten. Ne? Es ist nicht nur interessant für Leute, die jetzt sagen, ich will das nächste Twitter bauen oder das nächste die iCloud oder das nächste Google oder sowas. Ne? Ich denke, es ist einfach ein besserer Weg, Software zu entwickeln. Es geht nicht nur darum, jetzt nicht nur um Extreme, ne? Sondern wir können Reactive-Applikationen bauen und können auch so Sachen wie relationale Datenbanken, die jetzt im Unternehmen vorhanden sind, mit denen wir leben müssen, dann integrieren. Das ist kein Problem. Warum mache ich das denn überhaupt? Warum denn überhaupt Reactive? Naja, also es geht eben bei dem Elastischen aus meiner Sicht nicht nur um das Webscale. Ich möchte auch einfach, ich möchte nicht gegen die Hardware arbeiten, sondern ich möchte die Hardware nutzen. Ich möchte nicht irgendwie die Rechner werden ja nicht mehr schneller in Bezug auf die Taktfrequenz, sondern sie werden halt paralleler. Wir haben halt mehr Cores. Und ich möchte das einfach optimal nutzen können. Und die Innovationen werden ja auch da weitergehen. Ich möchte einfach davon profitieren und möchte ein Softwaremodell verwenden, was damit sozusagen auf einer Linie ist. Über Resilient haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das ist, denke ich, klar. Ich möchte natürlich Systeme bauen, die ausfallsicher sind. Das hat dann auch nicht unbedingt was mit Skalierung zu tun, sondern wie auch wieder, wie Jonas Bonnier so schön sagt, without resilience, everything is nothing oder so. Also, egal wie toll meine Anwendung ist, wie schön sie aussieht und wie gut das Lastverhalten ist, wenn sie gecrashed ist und gar nicht läuft, dann habe ich davon gar nichts. Also das Mindeste ist ja mal, dass sie verfügbar ist. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte ist, das darf man auch nicht vergessen, im Prinzip geht es ja darum, das Programmieren lustiger und schöner zu machen oder die Sachen, die eigentlich schwierig sind, wie eben parallele Programme zu schreiben, da irgendwie einen Zugang dazu zu finden, wo ich mir nicht die Haare raufe, weil ich irgendwie nicht durchblicke, was da passiert und warum diese blöden Fehler auftreten, ne? Sondern ich möchte, die Leute, die es entwickelt haben, auch sind natürlich auch alle Entwickler, die diese Software für andere Entwickler machen, um denen die Arbeit zu erleichtern und die Spaß an der Arbeit haben wollen und anderen Spaß ermöglichen wollen bei der Arbeit. Und auch es bringt auch mit sich, anders über die Programme nachzudenken. Also mit diesen asynchronen Geschichten, wir hatten schon über das tägliche Leben gesprochen, dass es da ja auch viele Sachen gibt, die asynchron sind. Und ich stelle das oft fest, wenn Leute reden darüber, wie sie Sachen mit Aktoren oder mit asynchronen Systemen, mit Messaging-basierten Systemen umsetzen, dass es oft darum geht, so wie würden wir eigentlich jetzt, wenn das Leute wären, wie würden wir das eigentlich machen? Wie würden wir eigentlich, wenn ich 5 Leute zur Party einlade, starte ich dann eine Transaktion und rufe alle gleichzeitig an und wenn sie alle 5 committen, dann gibt es die Party? Oder schreibe ich einfach eine Nachricht und die werden sich schon melden und dann gucken wir mal. Und dann frage ich halt nochmal nach, wenn die Nachricht nicht zurückkommt. Solche Sachen. Ne? Also es ist eine andere und eventuell angenehmere Art, über Programme wieder nachzudenken. Das war's. Jetzt müssen wir nochmal, jetzt habe ich die Frage nämlich schon vergessen, wo ich gesagt habe, merkt ihr das nochmal? Ja, also weil es geht im Prinzip, das Blocking-IO-Prozessmodell ist ja eigentlich ganz, ganz bewertet und ein ganz elegantes. Also man kann ja natürlich sagen, okay, Threads sind ein bisschen teuer, wenn die einen Megabyte großen Stack haben. Okay, meistens brauchst du keinen Megabyte großen Stack, kannst den Stack runtersetzen etc. Aber der Programmiermodell, wenn du jetzt kein Prozessen State nicht teilen, der Programmierer Blocking geht es weiter, weil der Concurrency Manager, Process Switcher, der managt ja das ganze Kontext für dich. Ja. Da musst du nicht dich kümmern um Callbacks etc. Callbacks sind ja eh schlimm genug. Okay, da hast du AK, der das dann viel eleganter löst. Aber das ganze Modell ist eigentlich in sich selbst als geschlossener Modell sehr elegant und wenn du Message Passing mit Sequential Processes hast du auch ein sehr elegantes Programmiermodell. Ja, wobei das schon ein etwas anderes Modell ist. Ne? Also das ist tatsächlich, denke ich, eine Entscheidung, die man treffen muss, vielleicht mehr oder weniger unabhängig davon. Also wenn ich sage, okay, ich möchte dieses synchrone Programmiermodell, dann kann ich das auch haben in einer, oder ich hatte Fibers erwähnt zum Beispiel. Ne? Fibers ist eine konkrete Umsetzung von im Prinzip von solchen Go-Routines, also Coroutinen für die JVM. Und
Die haben natürlich die gleiche Problematik, also auch da ist es, gibt es ein internes Scheduling, sodass viele Fibers auf einem Thread laufen. Die haben aber vom Programmiermodell genau das, dieses Thread-Programmiermodell. Die haben dann, das nennt sich Fiber Async. Also was die gemacht haben, ist im Prinzip dann die wrappen asynchrone Aufrufe in eine API, sodass es wie synchron aussieht. Das habe ich jetzt ist irgendwo auf anderen Slides, aber das nennt sich dann Fiber Async, das Ding. Sodass es für dich, dass du im Prinzip blockierende Aufrufe hast, aber sie blockieren nur den Fiber und nicht den Thread. Und dann kannst du so ein Programmiermodell durchziehen sozusagen. Also ein bisschen wie Ajax früher. Du hattest nur zwei Calls zum Server und das ist zwar asynchron gewesen, aber wenn du zwei Calls gleichzeitig hattest auf HTTP-Ebene, war es ja auch geblockt dann. Also ja, war das ja da früher im Browser. Da hast du auch mit Callbacks wieder und so weiter. Ne? Also da hattest du keine API, die jetzt... Asynchron bei Ajax, du hattest ja auch Callbacks, da hast du Functions. Wenn der Callback zurückkommt, dann... Und das hast du da jetzt aber nicht. Es sieht für dich aus wie ein blockierender Aufruf. Du sagst, ich mache jetzt... Es gibt zum Beispiel so einen Fiber Async HTTP-Client tatsächlich. Und das sieht dann für dich so aus wie, ich mache den Request und kriege die Response. Da drunter ist aber im Prinzip ein asynchrones Ding und der suspendiert den Fiber, während dieser asynchrone dann am Ende doch Aufruf läuft und weckt ihn dann wieder auf, wenn der fertig ist. Im Prinzip so ein Continuation-Style-Ding ist das. Ne? Also ich habe, und ich kann natürlich auch asynchrone Sachen syntaktisch irgendwie anders mit Syntactic Sugar arbeiten, wie wir mit Scala Futures. Oder mit Async Await und solchen Geschichten, um asynchrone Sachen wieder so ein bisschen oder die hübscher zu machen, sagen wir mal, für das sequentielle Auge. Man kann natürlich auch argumentieren, sowas wie Messaging ist ein schöneres Modell. Also Messaging ist nicht zwingend asynchron, weil du kannst auch sehr elegante, effiziente, synchrone Message-Passing-Programmieren-Models auch aufbauen. Mit Channels jetzt oder CSPs. Das ist richtig, also. Allerdings, wenn man den Aufwand sich leistet, auf Message-Passing umzusteigen, dann verschenkt man eigentlich viel von dem, was man da reingesteckt hat, wenn man es synchron ausführt, weil man dann die Entkopplung der Komponenten nicht mehr erzielt. Was ich derzeit am Überlegen bin bezüglich Typed Actors und dem, was es da demnächst Neues geben wird in Akka, das hat mit dieser Frage sehr stark zu tun. Was man haben möchte, ist ein Modell, was synchron abläuft, wo man weiterhin weiß, was genau in welcher Reihenfolge passiert, für die Fälle, wo das deterministisch ist. Denn wenn man jetzt einen Aktor haben würde und man hätte eine Aktor-API für eine Datenbank, man schickt eine Nachricht und dann kommt eine andere Nachricht zurück, die kommt ja dann irgendwo an und der gesamte Prozessablauf steht nicht mehr schön sequenziell hintereinander geschrieben, sondern verstreut über irgendwelche Nachrichtenhändler. Das ist nicht schön, da stimme ich völlig zu. Allerdings finde ich es auch nicht schön, wenn man das Ganze versteckt. Wenn man jetzt also einen JDBC-Aufruf ganz normal ausführt und das Fiber-Framework, was man verwendet, sorgt also irgendwo in der Maschinerie unten komplett versteckt dafür, dass das jetzt dann pausiert ausgeführt wird. Das ist auch wieder nicht schön, weil man jetzt da eine Zeile im Code hat, wo man einfach wissen muss, dass das jetzt Minuten hängen kann, dass ich in der Zeit nicht auf externe Eingaben reagieren kann, dass das auch schief gehen kann und so weiter wegen Remote-Kommunikation und all sowas. Deswegen finde ich schon, dass das explizit sein sollte, dass man solche Effekte ausführt. Aber die sequentielle Schreibweise ist schon sehr vorteilhaft für das Programmiermodell. Und deswegen bin ich dabei, eine Art zu entwickeln, wie man Aktoren formulieren kann, die Schritte so abarbeiten, dass man sie sequenziell hinschreiben kann. Wobei man aber eben explizit bleibt, ich führe jetzt hier einen Effekt aus und der kann halt auch schief gehen oder ich kann auch in der Zwischenzeit andere Nachrichten erhalten und dann kann ich sagen, wie ich darauf reagieren möchte. Das finde ich vorzuziehen. Die Frage ist, ob man eine Syntax findet, die normale Programmierer bereit sind anzuwenden. Und nicht total verwirrt. Klingt sehr esoterisch. Also, oh Gott, was für Arbeit eingesteckt wird. Ich finde das mit diesem Messaging-Modell gar nicht so schlecht. Also ich würde dir aber zumindest so weit entgegenkommen, dass ich sagen würde, diese ganze Callback-Geschichte finde ich auch schrecklich. Also irgendwie so gekettete Callbacks. Ich finde auch, das ist kein Modell, wo man irgendwas vernünftig lesen kann oder wo man auch vernünftig drüber nachdenken kann. Ich will ja auch mal, wenn eine Funktion abgeschlossen ist, nicht eine einfach immer so daran hängen, sondern sollen vielleicht auch mal mehrere Sachen passieren oder ich warte auf mehrere Sachen und so weiter. Das heißt, mit Callbacks alles irgendwie sehr hakelig.
Also da ist dann sozusagen diese Fiber-Geschichte oder diese Fiber-Async-Geschichte schon mal ein kleiner Fortschritt. Oder eben Async-Array oder solche Sachen. Oder eben, ja, Messaging. Ich finde, ich muss das gar nicht sequenziell aufschreiben, aber naja, andererseits, gut. Man sagt das dann immer so, aber... Aber die Empfehlung wäre doch jetzt, also wenn man sagt, okay, man möchte das explizit durchführen, also jetzt als Entwickler habe ich keine Lust, jedes Mal drüber nachzudenken, okay, ich mache jetzt hier einen Pfeil auf, das ist Blocking.io, was muss ich jetzt machen, wie ist das Handling? Das ist ja, also man muss ja auch hinsetzen, möchte es runtercoden, also Spaß am Programmieren. Wenn ich jetzt anfange, dann immer über so Architektur nachzudenken viel, dann kann das mich auch sehr stark bremsen. Deswegen ist halt so, meine Frage ist es, wenn ich jetzt Akka zum Beispiel nehmen würde, sage, okay, der Aktor, der öffnet das Pfeil und liest das, dann bin ich Non-Blocking, oder das ist halt so die Frage. Weil sonst fängst du an, so über solche architekturellen Dinge nachzudenken. Und dann kann ich auch wieder sagen, kann ich auch Threads benutzen. Die sind auch zwar nicht deterministisch oder sowas, aber das ist also, verstehst du, das ist Spaß am Programmieren. Heißt, ich setze mich hin, hack den Kram runter und dann kriege ich ein Ergebnis und dann funktioniert der erstmal. Wenn ich jetzt dann aber am Anfang eine halbe Stunde sogar sage, Aber an der Stelle sind Stream-APIs sehr wichtig und deswegen sind die auch derzeit stark im Entwickeltwerden. Es gibt da an ganz verschiedenen Fronten Entwicklungen, die da geschehen, nicht nur Akka-Streams, aber das wäre eben sowas. Man hat eine File-Source und dann kann man die transformieren, indem man sie in Zeilen aufbricht und dann an Kommata spaltet und dann in CSV irgendwie interpretiert und was auch immer man da machen will. Ja? Und das Ganze schreibt sich so schön sequenziell hin, man hat dann beschrieben, was passieren soll, aber die Abarbeitung, da sorgt Akka dafür, ist komplett non-blocking, asynchron und thread-freundlich. Ja. Das heißt, man braucht Frameworks oder Toolkits, die einem diese Aufgaben abnehmen und die das Ganze angenehm machen. Ich finde die Einschränkung ist auch schon fast ein bisschen, das vielleicht geht zu weit, das ist schon so ein bisschen faul, zu sagen, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ich würde dir so weit entgegenkommen, dass ich sagen würde, dass, ich glaube, der Entwickler vom Tapestry Web Framework hat das mal gesagt, das Richtige muss auch das Einfache sein. Also, wenn die richtigen Sachen, die komplizierten, also zum Beispiel State in der Web-Applikation, irgendwie HTTP-Session erzeugen. Bei JSF war das früher so, es wurde immer irgendwie ein State angelegt. Das heißt, aber eigentlich willst du das nicht, um eine skalierbare Anwendung zu bauen, und du willst das eigentlich nur, wenn du es unbedingt brauchst. Und so eben bei anderen Sachen ist es so, dass du das dann explizit machen musst. Und bei JSF ist es dann so, dass du explizit was machen musst, um das nicht zu tun. Das ist sozusagen das Richtige ist das Komplizierte. Da musst du sozusagen gegen das Framework arbeiten. Du willst das Richtige und soll immer das Einfache sein. Im Prinzip musst du sagen, okay, die asynchrone File-API, das muss dann so die schöne Einfache sein, die jeder standardmäßig benutzt. Wir haben natürlich jetzt so ein Erbe, was wir mit uns rumschleppen, mit der ganzen Java, JVM, sonst was Geschichte, dass man halt viele Libraries, so, die kennt man halt einfach. Ne? Und es gibt ja, seit Java 7 gibt es NIO und trotzdem benutzen viele, sagen, New File und File Read und sowas. Und ja, NIO ist sicher auch schrecklich, aber das benutzt ja noch nicht mal jemand, sondern man macht halt das, was das Einfache ist. Und das ist irgendwie New File, Read, Buffer, das ist auch schon, selbst das ist ja noch, man macht ja den Input Stream, Buffer und Input Stream sowieso und irgendwann liest du von der Datei, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Ich stimme dir so weit zu, dass ich auch sagen würde, okay, das muss halt das Einfache sein. Schön ist, wenn du sowas wie so ein Framework nutzt, wenn du jetzt Play nutzt, dann musst du dich tatsächlich nicht darum kümmern, ob dann Netty das asynchron macht dahinter oder nicht. Ne? Das ist dann einfach so. Du musst ja jetzt bei Play zum Beispiel, wer das nicht kennt, ist es sogar egal, dann, also ich kann quasi auch so Callback-mäßig einen Future zurückgeben oder jetzt bei Java eine Completion State zurückgeben bei meiner Aktion, oder sozusagen explizit machen das Asynchrone. Wenn ich das nicht mache, dann ist es aber trotzdem asynchron, dann wrappt er das halt irgendwie für mich. Das wäre dann sowas für dich, wo da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ich programmiere das einfach. Nee, das ist halt immer so. Also ich mache ja auch viel mit dem Play-Framework und arbeite viel, aber es ist halt immer so eine Sache, wie kriegt man Leute, die, sagen wir mal, dann sehr übervorsichtig teilweise anfangen zu programmieren, die dann immer das Pattern versuchen einzuhalten. Weißt du, nur in den Pattern denken und gar nicht mehr so, ich versuche jetzt irgendwie Get Shit Done zu machen, sondern ich versuche das Pattern einzuhalten und stundenlang vor den Pattern sitzen und sich davon sehr stark einschränken lassen. Das ist immer so, meine Frage ist, wenn die Architektur, also das Framework, das schon vorgibt, dass du dieses Pattern eigentlich fast immer automatisch fast erfüllt, außer in Ausnahmefällen, dann ist es ein sehr gutes Framework. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn das Tooling ist, ich mache das jetzt einfach und das funktioniert, dann ist es hervorragend. Natürlich, klar. Aber es ist halt immer eine Frage, wie kann man... Die guten Sachen muss man einfach machen. Genau, definitiv. Dann nutzen die Leute das auch. Also die Frage ist, wie weit treibt man das? Weil zum ganz konkreten Beispiel, vielleicht hat man so einen Config-File-Parser, der aus mehreren verteilten Config-Baum deines kompletten ETC-Verzeichnis Conflicts rauslegt. Macht du das als ein Actor, der einfach
File open, read file, blah, blah, blah. Oder versuchst du das komplette wirklich reactive in verschiedene Aktoren zu machen, dass falls ein File kaputt ist und du kannst alle parallel lesen und ein File kaputt, wie weit treibt man das? Weil das erste, ich mache das eigentlich, suche in Google oder jemand hat mir schon wahrscheinlich diesen File Parser als ein paar Klassen geschrieben wurde, direkt in Java und dann kann ich es einfach auch verwenden. Oder versuche ich erstmal mein Pattern anzuwenden für dieses Problem und suche, wo sind die Schnittpunkte, wo kann ich wirklich concurrent arbeiten etc., Fehlermanagement betreiben. Das ist wirklich die Frage, wie weit schiebt man das in diese Richtung? Also jetzt konkret für File-Parsing weiß ich auch nicht, aber grundsätzlich, wenn ich aber sage, also wenn ich meinen ganzen Code nehme und dann einfach nur außenrum einen Actor mache, dann habe ich natürlich auch nichts gewonnen. Ne? Also ich will natürlich schon. Ja, aber jemand anders, der es reused, hat wahrscheinlich was gewonnen, oder? Naja, den hast du dann vorher auch. Das ist halt dann eines Methodenaufrufs, sind jetzt halt irgendwie eine Nachricht. Aber nein, also tendenziell würde ich schon versuchen, die Sachen aufzuteilen. Ne? Also eher kleiner die Sachen zu schneiden. So ein Actor ist ja auch klein, ist ja auch leichtgewichtig. Ich eigentlich, weiß nicht, aber Roland, was hast du dazu? Ich würde das nach den Anforderungen entscheiden, und zwar in dem Fall im Wesentlichen, was sind die Failure Domains? Also was ist die Einheit, die schief gehen darf? Und die wird halt in einem Aktor abgebildet, der kann dann sterben und das ist dann wurscht. Und der Gesamtprozess muss so abgebildet werden, dass er das Ergebnis erzielt, was er soll. Wenn man es zu fein gliedert, man muss sich klar machen, dass Aktoren in dem Fall verteilte Recheneinheiten sind. Die sind eventuell zwar nicht über Computer verteilt, sondern nur über Threads, aber das macht letztlich keinen Unterschied. Wenn man Nachrichten untereinander schickt, das ist wurscht, ob da jetzt eine Netzwerkkarte zwischen ist oder nicht. Und ein verteiltes System zu entwerfen, erfordert immer mehr Gehirnschmalz und mehr Aufwand, mehr Testaufwand, als ein lokales System. Das heißt, wenn man es kleiner macht, als man muss, dann verschenkt man auch Aufwand. Aber diese Überfehlerbehandlung, und das ist ein guter Weg, als Denkansatz. Genau. Wo soll ich meine Fehlerbehandlung, wo soll ich das? Also ich fand halt dieses Saga-Pattern, das sah so ein bisschen aus wie so ein Wizard, fand ich. Das hat eigentlich gestimmt. Also wenn den Step jetzt, wenn der nicht ausführbar ist, dann hast du entweder im Step vorher was falsch gemacht oder du kannst halt direkt auf die ganzen anderen Steps zurückzugehen. Du musst halt nur gucken, dass du ein Rollback jetzt in dieser großen, zeitlosen Transaktionsklammer machst. Also das fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass du nicht sagst, okay, manchmal hast du ja so, okay, ich mache jetzt ein Wizard auf, so dieses... Ach so, ein Wizard jetzt, wenn so auf... Ja, genau, so wenn du jetzt so, keine Ahnung, ich gehe jetzt bei Amazon die Bestellungen durch und so. Ich kann das auch akustisch nicht ganz verstanden. Okay, nee, das finde ich halt so, das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil da sagst du, okay, ich habe einen Vorgang und das passt auch zu diesen ganzen Datenbankmodellen. Ich speichere das ab und ich kann aus diesem Datenbestand immer den Zustand des aktuellen... Ja. Warenkorbs oder der Bestellung. Zum Beispiel hätten die sogar parallel ablaufen können. Also Wizard ist ja doch eher so Schritt nach Schritt. Ne? Ja, jetzt bei dieser Buchung hier, das könnte sogar, gut, das ist ja asynchron, deswegen mit parallel weiß man nicht so genau, wer wann zurückkommt und so weiter. Ja. Ich habe das in der Praxis noch nie eingesetzt. Ich habe noch kein System gebaut, was das wirklich benutzt und sich darauf verlässt. Also andere Leute haben das geht. Und man kann das also so machen. Ich kenne sowas bei uns, also dass wir halt sagen, okay, Plattenplatz, also wie du es schon sagst, Plattenplatz kostet nichts. Man ist auch beim Kunden angekommen, weil manchmal hast du ja auch so, dass du dann so Dienstleister hast, die den in Betrieb stellen und dann kostet halt ein Gigabyte irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro am Tag. Und aber das kriegst du ja mittlerweile eigentlich relativ günstig. Und dann sagst du, okay, dann speichern wir das halt. Und wenn das nach einem halben Monat oder einen Monat nicht mehr angefasst worden ist, also dann löschen wir den Scheiß einfach wieder. Dann war es anscheinend nicht wichtig. Aber das hat ja nichts mit Saga-Fällen jetzt zu tun. Du fängst die Geschichte an zu erzählen, kein Arsch hört dir zu und du brichst sie mittendrin ab. Also ich meine, Nein, das Erschreckende an solchen Sachen wie dem Saga-Pattern oder dem Aktor-Modell ist, das ist alles unglaublich alt. Das Saga-Pattern, das ist ein Paper von 1987, wo es also Multicore-Systeme überhaupt gar nicht gab. Das beschreibt, wie man langlebige Transaktionen aufbricht in Datenbanken, weil das damals schon ein Problem war. Aber das war alles komplette Single-Core-Abarbeitung, wo sich das überlegt wurde. Und die gesamten Lösungen, da geht es auch um parallele Abarbeitung, ist auch in dem Paper alles drin.
obwohl der Hintergrund ein ganz anderer ist, löst es exakt das Problem, was wir jetzt haben. Also so ein Paper kann man eigentlich nur träumen zu schreiben, das in 30 Jahren immer noch relevant ist. Mir ist jetzt eingefallen, was ich noch sagen wollte zu dieser Frage, wie kleinteilig das ist. Ich finde, gerade bei Acker ist es manchmal schwierig, das zu vermitteln, weil es gerade dieses, was wir Uniform Model für oder sowas nennen, ne? Also du benutzt ja das gleiche Modell, eben dieses Aktorenmodell, eventuell sehr kleinteilig, also so für deine lokale Concurrency. Du startest ja jetzt nicht irgendwie ein Thread oder sowas, sondern du erzeugst dann halt einen Aktoren. Aber auch im Netz kannst du ja sagen, okay, ich kann da auch größere Einheiten vielleicht irgendwie so repräsentieren. Ich kann ja auch, also wenn man jetzt jemandem erzählt hat, so das sind so die, das Fundament von Acker, das funktioniert so und das ist alles ganz leicht und ich kann ganz viele Aktoren erzeugen. Und dann sagt er, ja, ich suche aber eigentlich was anderes. Ich habe sozusagen so kleine so Microservices und kann ich die nicht als Aktoren repräsentieren? Und sagt, ja, das geht auch. Ne? Das ist dann aber so eine ganz andere Ebene. Das ist dann manchmal so ein bisschen tricky oder beziehungsweise das ist vielleicht so ein bisschen eine Schwierigkeit bei Acker, da dann auszubaldowern, wo ich meine Schnitte so mache, weil es eben dieser einheitliche Ansatz ist, der sowohl für meine Verteilung im Netz verwendet wird und vielleicht um einen ganzen Service irgendwie zu repräsentieren, wie auch für den kleinsten Task, den ich irgendwie habe. Nur so als Gedanke gerade nochmal. Weitere Fragen, Anmerkungen? Gut, ich habe noch ein paar Aufkleber mitgebracht und ganz tolle Bildschirmreinigungstücher. Deckt euch ein damit. Und wenn es Fragen gibt, ja, ich bin dann noch ein bisschen hier, hänge noch ein bisschen mit rum hier. Und ansonsten online oder sonst wie. Ja. Super, Dankeschön.